Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute haben wir eine Überraschung für euch. Erst einmal möchte ich begrüßen den Storyteller. Hallo Story. Guten Abend. Dann natürlich den Hoshi. Hallo Hoshi. Hallöle. Und jetzt kommt unsere Überraschung. Onai. Hallo Onai. Hallo. Wir haben Onai eingeladen, da er sich mit einem speziellen Thema sehr gut auskennt. Also er kennt sich mit sehr vielen Themen sehr, sehr gut aus. Aber heute im Speziellen möchten wir über die 36. Dairin sprechen. Und als einer der alten Mitglieder, kann man so sagen, alten, älteren oder Gründung? Na, Gründer bin ich nicht. Also ich bin erst seit 6 Jahren dabei. Okay. Also als einer, der schon seit 6 Jahren dabei ist und sich auch sehr gut mit der Geschichte der 36. auskennt, haben wir gedacht, wir brauchen Unterstützung und das ist Onai. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Gerne, gerne. Freut mich, dabei sein zu dürfen. So, und bevor wir ins Thema einsteigen, wie sagt der Dorpcast immer, das Thema vorm Thema. Was gibt es Neues? Was ist so passiert in der Welt? Was wird passieren, ist eher die Frage. Und zwar, warte mal, heute ist der 8. Juli, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, noch 9-mal schlafen, dann wird eine Kickstarter-Kampagne beginnen. Und wir sind alle schon ganz aufgeregt und feucht in der Hose. Aber hallo. Ja. Und zwar Battletech Clan Invasion Kickstarter coming July 17th. Das heißt, der offizielle Lizenzinhaber in den USA, Catalyst, hat meinen Argumenten zugehört und meinen Ratschlägen, meinen Weisen sozusagen, und werden neue Battletech-Figuren, die sich doch ein gutes Stück von dem unterscheiden, was man bisher so kannte, allein was so vom Verhältnis zueinander, also ein Direwolf sieht jetzt auch aus wie ein Direwolf, und eine verkackte Stinger-Wespe oder was auch immer, die sehen jetzt also ein bisschen kleiner aus, sodass die auch in Relation gut zueinander passen. Und in Figuren sind jetzt nicht die MWO-Modelle, aber gehen stilistisch in die Richtung, würde ich jetzt mal so grob sagen. Stimmt das, Onai? Ja, auf jeden Fall. Was man da sieht, ist halt der Einfluss von MWO. Das heißt, die klassischen Modelle, die waren alle ein bisschen runder im Vergleich. Und bei den neueren Modellen sieht man da halt schon diese Kastenform, sage ich jetzt mal, diese etwas kantigeren Modelle. Und das ist auch bei den Modellen, die sie vorgestellt haben in der Kickstarter-Kampagne, sehr deutlich zu erkennen. Yep. Schauen aber dadurch wirklich modernisiert aus. Mir gefällt es. Ja, super, ne? Also ich muss sagen, ich warte auch schon total sehnlich darauf. Also ich bin gespannt, was sie anbieten, weil sie fangen jetzt erstmal mit den Clans an. Das heißt, 5 Mechs in einer Packung, nicht 4, weil Clans, Sternen, 5 Mechs in einer taktischen Einheit. Und da gibt es auf jeden Fall Direwolf, da gibt es Stormcrow, glaube ich, ist das, oder ist das Blackhawk? Shadowcat, Stormcrow, ich glaube, ja. Koshi und Summoner, ne? Aber das ist der Clan Commandstar auf jeden Fall. Und da soll noch ein weiterer rauskommen mit Timberwolf natürlich und noch ein paar anderen. Und dann haben sie, und jetzt mal Trommelwirbel, natürlich auch NS4-Packs angekündigt. Und zwar schon mal das NS4-Command-Lands-Pack mit Marauder, Archer, Warhammer, Marauder, Archer, Stinger und Wespe, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das Valkyrie? Ich würde Valkyrie sagen. Ja, Valkyrie, genau. Valkyrie, also. Aber dann kommt noch mal das Battlelands Pack, da sind dann Warhammer, Phoenix Hawk und dann noch 2 weitere dabei und noch vieles mehr oder einiges mehr. Also ich bin total gespannt, was sie da halt lostreten werden, und ich habe meiner Frau schon gesagt, dass unser Girokonto ein bisschen leiden wird. War sie begeistert? Naja, sie kennt mich ja. Sie hat mich so geheiratet, part of the deal, ne? Mhm. Übrigens, ich muss mich schon ein bisschen entschuldigen, wenn meine Stimme heute ein bisschen lediert ist. Das liegt am Wochenende. Ich musste ein bisschen laut Searching, Seek and Destroy mitrufen und schreien, und das hat der Stimme nicht so gut getan.
Du musst jetzt noch für diejenigen erklären, die nicht wissen, was das ist. Was das ist. Wer das nicht weiß, der ist es nicht wert zu erfahren. Oh. Nein, nein, ich bin ja nicht so gemein. Ich war bei Metallica und es war sehr laut und sehr lustig. Und ich bin jetzt ein bisschen heiser. Ja, wir sind ja froh, dass du noch was hörst, nicht? Hä? So, dann nächstes Thema. Haben wir eigentlich schon letztes Mal über den neuen DLC vom Battletech The Game gesprochen? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Nur angerissen. Wir hatten ja damals noch nicht so viel Erfahrung, glaube ich, oder es war noch nicht raus. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber ich glaub, es war mittlerweile. Ha? Ich glaube, es war vor dem Release, ja? Ja. Knapp vorher oder so, ne? Ja, ja, genau. Also, habt ihr es beide schon gespielt oder ihr drei vielmehr? Schande über mein Haupt, ich noch nicht. Aber die, mit der neuen Mechanik, das, ich bin nämlich noch in der allerersten Kampagne. Okay. Hoshi, bei dir? Du bist ja, Rocket League, ne? Gespielt, also und muss sagen, ich bin leider noch nicht relativ weit gekommen, weil ich war dann Urlaub, aber es hat Spaß gemacht. Also es schaut richtig gut aus. Oh, dann bleibt der Ball bei mir im Spielfeld liegen. Also ich habe es schon intensiv gespielt und zwar mit dem Mod Extended 3025, was der ganzen Sache nochmal ein bisschen mehr Würze gegeben hat. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von der Spielmechanik des Ravens, weil die haben jetzt wohl was geändert. Ich habe ihn jetzt beim zweiten Durchlauf nicht mehr mitgenommen, weil das Ding hatte eine kaputte Mechanik, war es im Prinzip unbesiegbar. Wenn du dich hingestellt hast und immer deine Einheiten auf Reserve gestellt hast bis zur letzten Phase, konnte die KI damit nicht umgehen und hatte ich einfach nicht gesehen. Die Max ging immer nur so ein bisschen hin und her. Dann hast du bis zur letzten Phase gewartet, hast gefeuert, dann wurdest du dadurch aufgedeckt. Aber da das ja die letzte Phase war, war die Runde beendet und mit der nächsten Phase hat der Raven dann gleich wieder für Tarnung gesorgt. War also ziemlich öde. Und deswegen habe ich dann beim zweiten Durchlauf, den ich relativ bald gestartet habe, weil Extended 3025 war zum Zeitpunkt des ersten Durchlaufs noch nicht wieder aktualisiert worden auf der neuen Patchstand, also der Mod. Und deswegen hatte ich mal so eine neue Kampagne angefangen, nur um mal zu sehen, wie denn jetzt die Spielmechaniken sind und die Stadtkämpfe. Und dann habe ich dann mit dem Update des Mods dann meine eigentliche Kampagne weitergespielt. Und da bin ich dann natürlich an dieselbe Stelle gekommen und habe dann auf den Raven verzichtet zugunsten meines Auftraggebers. Also ich habe die nicht um den Raven beschissen. Die Stadtkämpfe hingegen, die machen mir sehr viel Spaß. Vor allem halt mit diesen Fehlschüssen, dass mal Gebäude abgerissen werden, von denen man es eigentlich nicht so erwartet. Und deine Formation musst du ein bisschen anders aufbauen. Allein um eigene Leute nicht zu beschießen. Das ist mir nämlich auch mal passiert. Mal so irgendwie Schuss in den Rücken kam nicht ganz so gut. Oder halt, wenn du halt natürlich schön dicht gedrängt stehst. Wir hatten ja das Thema mal 19. Jahrhundert Kriegsführung mit Musketen und Kampflinien, ne? Und ein Schuss geht daneben und trifft halt dann eventuell den Nebenmann, ne? Das ist halt auch nicht so schön. Das finde ich schon ganz spannend, dass man dadurch etwas anders ziehen und sich ein bisschen mehr aufteilen muss und nicht so einen unbedenklichen Deathball bilden kann. Was mir auch gut gefallen hat, die vielen kleinen Änderungen so in der Karte, sodass man jetzt die Schwierigkeitsstufe der Planeten halt dann einsehen kann, bevor man halt hinfliegt und oder draufklickt. Und es gibt ein paar neue Flashpoints auf jeden Fall und die waren bisher auch alle sehr launig. Würde ich sagen, eine würdige Erweiterung, auch wenn der Javelin an sich für mich zum Beispiel jetzt eher wenig interessant ist vom Mech her. Ich mag den einfach nicht so gerne und der Raven hat es jetzt auch nicht so gebracht, ne? Da warte ich dann mal auf den dritten DLC. Da gibt's ja damit, ich glaube, Heavy Metal oder so haben sie ihn genannt. Aber wahrscheinlich ein paar richtige Mechs. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, das war es so. Im Groben. Mhm. Hört sich gut an. Also, wir bleiben am Ball. Gibt es schon Infos über den letzten DLC? Weil einer kommt ja, glaube ich, noch, ne? Ja, sag ich ja, Heavy Metal soll er ja, glaube ich, heißen oder so ähnlich. Und Warhammer Marauder schätzen die meisten Leute. Und es gibt natürlich ein paar Leute, die so wie ich sagen, wenn sie uns mit einem Crusader überraschen würden, dann wäre das schon geil. Mhm. Definitiv. Mhm.
Da gibt es definitiv ein paar schöne Chassis, die könnten sie noch reinschmeißen. Ja. Gibt übrigens aber auch nicht ganz so schöne Nachrichten. Ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Tagen mitbekommen habt. Mit Harmony Gold. Das ist hochgekocht? Ja. Gelesen, ja. Hast du es gelesen, ja. Mhm. Erzähl. Ja, also Harmony Gold hat scheinbar die Lizenz verlängert bekommen für die ganzen Macros Battletech quasi. Und ja, da kann man nur gespannt sein, was die draus machen, ne? Ja, leider. Inwiefern sie haben es verlängert bekommen? Ja, hier steht Harmony Gold and Tatsunoko signed an agreement to renew and extend the current license and amendments for Marcos, Southern Cross and Mos Piada. Das heißt, genau, eigentlich. Da gehört dann auch Robotech und so weiter dazu, ne? Ja, Robotech ist ja deren Erfindung daraus, eigentlich war es ja Marcos, ne? Das heißt, die haben ja aus diesem irgendwie das Robotech-Universum gestrickt, ne? Genau, ja. Ja, wir hatten ja gehofft, dass jetzt mit dem Auslaufen dieser Lizenz der Spuk endgültig sein Ende hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie Lizenz haben, dass alles wieder ganz furchtbar wird, weil es gab ja letztes Jahr dieses Gerichtsverfahren oder zumindest diesen Antrag, wo ich habe mal nachgelesen, das Gericht sinngemäß gesagt hat, abgelehnt und kommt bitte nicht nochmal mit dem Thema. Aber wer weiß, ob jetzt die Karten neu gemischt werden, das kann man natürlich im Vorhinein nicht sagen. Also leider die Partyhüte erstmal wieder in den Schrank abwarten, was so das nächste Jahr bringt. So, aber wobei auch viele gesagt haben, ein Grund für die Verlängerung sei auch, weil ja schon seit ewigen Zeiten ein Robotech Live-Action-Film geplant war, ne? Und da möchte Harmony Gold natürlich kräftig mitkassieren. Hollywood sowas. Ja, also der klingt so ein bisschen wie der Warcraft-Film, der hat ja auch ein bisschen länger gedauert, aber. Ich glaube eher, dass sie auf jeden Fall Fuß in die Tür haben wollen, um irgendwo mitzuverdienen. Und das kann natürlich auch wieder Battletech sein. Definitiv. Na gut, dann werden wir mal sehen, was da passiert. Aber dann wäre es ja mal, ich weiß nicht, vielleicht können sie es auch mal nachlizenzieren. Also, Catalyst. Dass sie die Lizenz mal von Harmony holen, weil die dürften das ja weiterholen, ne? Also weiter. Naja, ich glaube, dass da ist so viel Porzellan zerstört worden. Also ich glaube nicht, dass da noch viel möglich ist. Aber wer weiß, ne? Ich meine, das Thema geht jetzt ja seit 30 Jahren. Ne? Das ist eigentlich schon unerträglich, muss man sagen. Naja. Gut, wir werden sehen, was passiert. Yep. Dann gab es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten? Ich glaube, MWO gibt es ein bisschen was Neues. Die haben irgendwie den Faction War umgestellt. Ja, das ist schon eine Weile her, ne? Onai kann das ganz gut erklären. Also, es gibt eine große Änderung, die vor 3-4 Wochen eingeführt worden ist. Und zwar im Prinzip sind alle Loyalties jetzt im Prinzip nur noch kurzzeitig. Das ist so eine Art Story-Modus, auf die sie sich beziehen. Das heißt, alle, ich glaube, 8 Stunden sind das, wird in Faction Play halt eine Kampagne gestartet. Da gibt es dann 2 Fraktionen, denen man sich anschließen kann. Die beiden Kontrahenten, da kann man entweder als Loyalist oder als Mercenary beziehungsweise Freelancer sich anschließen. Das nennt sich Story-Modus, weil da ist immer so ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu, warum es gerade auf diesem Planeten dann halt zur Sache geht. Es gibt auch Einschränkungen, was den Spielmodus, der in Faction Play dann gespielt wird, oder teilweise auch Maps angeht. Und es ist so ein bisschen blöd gelaufen, weil man kann jetzt inzwischen nach jeder Phase so eine Angriffsphase besteht, also so ein Kampf um Planeten besteht aus 3 Phasen oder mehr. Man kann nach jeder Phase kann man seine Loyalität wechseln. Das heißt, man kann hin und her wechseln. Das ist so ein bisschen blöd für die Hardcore-Loyalisten, zu denen ich mich auch zähle. So die Kleinigkeit wie das Fraktionssymbol ist dadurch halt abhanden gekommen. Und man kann dann alle
7 bis 10 Tage dann halt mal irgendwann mal auf Kurita-Seite kämpfen. Und, was meinst du mit dem Fraktionssymbol? Das ist, man schließt sich halt, wenn man halt in Faction Play dann spielen möchte, halt einer dieser Fraktionen an. Wenn es zum Beispiel Clan Wolf gegen Clan Jadefalke ist, nehmen wir das mal, dann kannst du entweder auf Jadefalken oder Wolfseite kämpfen. Mhm. Du musst dich dann halt dazu verpflichten. Das heißt, du setzt deine Loyalität da ein und bekommst dann halt auch das Fraktionssymbol angezeigt. Mhm. Und, bei deinem Namen meinst du, oder? Genau, genau. Also wer das von damals kannte, als ein Faction Play, also vor der Faction Play Einführung konntest du ja deine Loyalität festlegen. Da war man dann ja stolz wie Bolle, dass man endlich zeigen konnte, für welches Haus man einsteht. Und jetzt inzwischen gibt es so ganz komische Begebenheiten, dass 12 Donnergal Guards auf Liao Seite gegen Davio kämpfen. Mhm. Es ist seltsam. Das ist, die Loyalitäten werden nämlich auch nicht pro Unit festgelegt, sondern von jedem individuell. Und von der Seite aus gesehen bin ich da jetzt nicht unbedingt der Fan von. Ja, ich muss sagen, mich hat das ein bisschen massiv abgeturnt vom Faction Play, die ganze Geschichte. Weil wieder ohne bin ich halt eher der Drakonis-Kombinat-Verfechter. Und das ist dann natürlich, es zahlt sich nicht mehr aus, pro Drakonis-Kombinat zu sein, quasi. Weil du musst sowieso alle acht von deinen Leuten. Genau. Jetzt nochmal, wenn man das Ganze dann auf die Spielmechanik halt anguckt, dann ist das eigentlich schöner geworden. Es ist halt bunter durchmischt. Es macht die Spiele schon ein bisschen interessanter, weil Leute aus unserer Unit gesprochen, es gibt Leute, die halt vorher gesagt haben, ich werde niemals Faction Play auf Clan-Seite spielen. Und die probieren das jetzt auch aus und haben halt dann da auch ihren Spaß dran. Es hat sich verändert. Es wird ein bisschen anders gespielt. So ein bisschen fühlt sich das zumindest an. Es ist dadurch auch wieder ein bisschen interessanter geworden. Aber wie gesagt, das ist diese Zugehörigkeit der Loyalität. Da sollte PGI vielleicht nicht drüber nachdenken, ob man das nicht vielleicht doch irgendwie permanent machen kann und ja, noch eine andere Lösung findet, außer dieses brachiale Zerbrechen der Regelung vorher und jetzt halt komplett was Neues aufsetzen. Ja, das kann man so sagen. Also es ist halt so Licht und Schatten. Also ich war am Anfang auch total angefressen, dass mein Kurita-Emblem weg ist und vor allem auch, man sieht in der Francis nicht mehr, wer alles da ist von den alten Kollegen. Man muss mal genau jetzt hingucken. Die Zugehörigkeit haben sie ja vor Jahren schon aufgebrochen, nachdem man nur noch für Innesphere oder Clan halt antritt. Ja, dafür auf der anderen Seite, die Spiele kommen jetzt ein bisschen schneller und man gewöhnt sich halt auch mal daran, mal auf der anderen Seite zu spielen. Also ich sag jetzt mal, ich hätte weniger Probleme gehabt, wenn man trotzdem bei seinem Account, bei den normalen Quickplay-Spielen, das Kurita-Emblem behalten hätte und sozusagen mal also als Alliierter ausgeliehen wird an andere in der Sphäre-Einheiten, ne? Und wenn man das halt dann macht sozusagen. Aber war so, ist so ein Geschmäckle dabei. Ne? Genau. Auf der anderen Seite, wir müssen echt froh sein, dass das Ding überhaupt noch läuft. Es gab ja einen Podcast zwischendurch mit Beteiligung von Piranha, wo sie auch ganz klar gesagt haben, dass sie mit MacPacks kein Geld mehr verdienen. Das ist insofern interessant, weil MacPacks das Einzige waren, womit sie noch richtig Geld eingenommen haben. Und seitdem das nicht mehr läuft, haben sie jetzt auch die Frequenz deutlich zurückgefahren. Das heißt nicht mehr monatlich ein MacPack, sondern nur noch alle paar Monate. Und im Prinzip geht es jetzt eigentlich nur noch auf den Launch von MacWarrior 5 zu. Und wenn die Verkaufszahlen da gut sind, dann gibt es eine Zukunft für MacWarrior aus dem Hause PGI. Wenn nicht, dann könnte es erstmal wieder auf Jahre ziemlich duster werden. Also Leute, kauft MacWarrior 5, wenn ihr Bock auf neue MacWarrior-Spiele habt. Auch wenn ihr eure Probleme mit PGI habt. Aber ich find's gut. Und besser ein gutes Spiel oder ein passables aus eurer Sicht oder ein nicht optimales als gar keines. Genau. Und ich sag mal so, es gibt ja auch noch ein paar andere, ich sag mal so, Mac-Spiele.
Aber das Design, was halt PGI halt auch bei den Macs halt produziert hat, das ist schon ziemlich geil. Dadurch, dass halt jetzt so ein bisschen Synergie kommt, man nimmt die Designs und ändert halt die Tabletop-Figuren da drauf, versucht man ja so ein bisschen Crossover in die unterschiedlichen Genres reinzufließen, finde ich gut. Dadurch steigt halt der Wiedererkennungswert. Und ich finde, MWO ist definitiv eine Bereicherung für die Battletech-Szene. Und sie haben da sehr gute Arbeit auf der Design-Ebene gemacht, was man ja dann auch sieht zu den Hochzeiten von MWO, wie viele aktive Spieler dabei waren. Ja, nee, es ist halt gerade wieder eine Flaute und ich hoffe mit MW5, dass das Ganze wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Naja, aber wird dann MW5 irgendeinen Einfluss auf MWO haben? Das ist doch eher die Frage. Na, sie könnten zumindest genug Kohle damit lukrieren, dass sie die MWO-Server nicht ganz abschalten oder so, ne? Und die Frage ist natürlich, wenn MW5 hatte derzeit nicht geplant, einen, sage ich jetzt einmal, MWO-mäßigen Online-Spielmodus, ja, sondern es wird ja nur ist im Moment nur die Rede davon, dass es irgendeine Art von Koop-Spiel geben wird im Story-Modus, ne? Ja. Und man könnte sich schon vorstellen, wenn das Spiel gut läuft, ja, und die Leute dann sicher dann auch DLCs, nehme ich an, ja, und die Leute kaufen einen Season Pass für einen DLC oder so, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man, ich sag mal, im Prinzip die Spielmechaniken von MWO nimmt, ja, und das Ganze in die Unreal Engine von MW5 portiert und dann MW5 quasi so eine MWO-Erweiterung bekommt. Also das wäre alles möglich, aber das hängt natürlich sehr stark davon ab, eben wie Story schon gesagt haben, von den Verkaufszahlen, ne? Weil wenn da kein Geld reinkommt, kannst weniger Entwickler bezahlen, dann wird natürlich weniger gemacht. Ja, mich ärgert bei der ganzen Sache, dass viele Hardcore-Fans so stur sind. Ich meine, dass das PGI Fehler gemacht hat, dass bei dem Spiel in der Entwicklung nicht alles optimal gelaufen ist oder auch einige Versprechungen gemacht wurden, die man so nicht gehalten hat oder sich die Leute das schöner ausgemalt haben, als es dann möglich war. Alles war, ne? Aber trotzdem, das Spiel ist doch nicht scheiße geworden. Und wir haben 10 Jahre lang auf ein neues MacWarrior-Spiel warten müssen. Wollen wir jetzt echt wieder nochmal 10 Jahre warten? Also irgendwann werde ich vielleicht zu alt mit gichtigen Händen oder schon in den Schüttelschorsch, ne, weißt du? Und dann bis das nächste Game rauskommt. Also von daher. Ja, oder das Schlimmste, was ja im Moment passiert, immer wieder mit vielen Franchises ist, sieht man auch in der Filmindustrie etc., wenn einmal quasi ein schlechtes Ding gedreht wird, ja, und auch wenn im Prinzip vielleicht der Regisseur oder wer auch immer schuld ist, ja, und die Leute gehen das Ding nicht ins Kino, dann ist das ganze Franchise gestorben auf nicht mal, so wie Story sagt, 10 Jahre weg, tot. Sondern ganz. Das wäre natürlich das Schlimmste. Ja, das ist halt, ich weiß auch nicht, vor allem sie haben ja auch aus ihren Fehlern gelernt. Es ist ja, wer das Spiel wirklich intensiv verfolgt hat und nicht jetzt nur alle paar Jahre da mal nur reingeguckt hat oder das letzte Mal vor 4 oder 5 Jahren, das Spiel hat sich entwickelt und sie haben aus Fehlern gelernt und Dinge verbessert, die uns am Anfang ganz schön angesackt haben, ne? Also, und auch vor allem, nachdem sie sich von IGP getrennt hat, dem ersten Publisher, und das Ding dann selber in die Hand genommen haben, ist es ja dann auch deutlich sprunghaft nach oben gegangen. Also von der Entwicklung her. Richtig, das war sicher einer der besten. Nichtsdestotrotz, das nächste halbe Jahr wird interessant werden. Ja, entscheidend, vorentscheidend. Wann kommt MW5 raus? Boah, 14. September oder so? Haben sie den Termin nicht noch weiter nach hinten verlegt? Nein, haben sie nicht. Nee, noch weiß man, ist das Originaldatum noch, ja? 10. September, ja. Okay. Dann sind wir mal auf den 10. September gespannt. Boah, ich würde sagen mal 10. Oktober. Ich glaube, Anfang Oktober lässt sich eine einwandfreie Tendenz absehen. Dann wird man sehen, wie gut das Spiel wirklich ist, ob die Leute dran hängen geblieben sind,
ob sie nur mal kurz reingeguckt haben und dann wieder irgendwas anderes gemacht haben und dann vielleicht auch die ersten Verkaufszahlen vielleicht. Also von daher, ich denke mal, Anfang Mitte Oktober werden wir mehr wissen. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie haben ja einen Vorverkauf gehabt für MW5. Und damals beim MWO-Vorverkauf hat man ja auf der Webseite relativ gut ableiten können, wie viele Legendary Founder und so weiter es gegeben hat. Ne? Irgendwie bei MW5 habe ich jetzt keine aussagekräftigen Zahlen zu irgendwas gefunden, wie gut dieser Vorverkauf funktioniert hat. Also man sieht zwar in MWO selbst, dass einige Spieler offensichtlich das gemacht haben, weil sie halt mit den entsprechenden Mech-Belohnungen aufgekreuzt sind, ne? Aber das da der Freundeskreis und Spielerkreis, mit denen man zusammenspielt, halt relativ gering ist, kann man darauf wenig Rückschluss liefern, wie viele tatsächlich Vorbestellungen waren. Korrekt, ja. Ja gut, dann warten wir mal ab. Ja, Daumen drücken. Genau. So, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja. Die 36. Und bevor wir zur 36. kommen, sollten wir mit dem Dairon District, wo ja der 36. ihren Namen her hat, anfangen. Oh nein. Fang nochmal. Dankeschön. Also, ich gebe euch mal einen fixen Abriss. Bis sagen wir mal Clan-Invasion und ein bisschen darüber hinaus über die Geschichte, die mit dem Dairon District verbunden ist. Und halt damit dann halt auch der Entstehung der Dairon-Regimenter und dann halt der 36. Dairon. Also der Dairon-District gehört zu einem der Gründungsdistrikte des Draconis-Kombinats. Das ist die Entstehungsgeschichte davon. Ist da relativ einfach. Und zwar der damals Direktor Shiro Kurita hat mit seiner Allianz von Galadin eine relativ einfache, aber effektive Strategie verfolgt. Und zwar hat er Animositäten und Furcht gesät zwischen zwei Parteien und hat sie beide gegeneinander aufgespielt und hat dann gesagt, wenn ihr der Gegner bereitet eine Invasion vor, wenn du dich allerdings mit uns paktierst, dann stehst du besser da, dann wird dir schon nichts passieren. So ist das viele Male passiert, unter anderem dann auch mit Dairon. Das heißt, die wurden dann halt innerhalb, ja, im Prinzip dazu überredet, unter dem Vorwand, dass eine gegnerische Fraktion gegen sie paktiert, sich dieser Allianz von Galadin anzuschließen. Das geschah in den Jahren 23, ja, Anfang des 23. Jahrhunderts. Damit ihr das so ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Das heißt also, es war schon seit der frühesten Gründerzeit des Draconis-Kombinats war Dairon schon im Kern dabei. Das ging dann so weit, dass sich die tyrannische Hegemonie, aus denen, die im Prinzip ja den Kern der Menschheit gebildet hat, sich des Ganzen so ein bisschen bedroht gefühlt hat. Hat dahingehend dann auch wieder ein bisschen expandiert. Das heißt, der Planet hat relativ schnell dann den Besitzer gewechselt und gehörte dann zur tyrannischen Hegemonie. Das ist eine relativ undurchsichtige Zeit gewesen, da ging es ziemlich hin und her. Das heißt, Dairon gehörte damals dann halt zur tyrannischen Hegemonie und damit dann halt auch eine Kernwelt der späteren Sternenbundzeit. Zu Zeiten des Sternbundes ist dann Dairon hervorgewachsen als ein administratives Zentrum. Da ist viel Industrie angesiedelt worden. Elektronikindustrie ist da zum Beispiel bei gewesen, was auch ganz interessant für die Anfangszeit war, ist, dass im Dairon-System mehrere Schiffswerften aufgebaut worden sind. War ja auch nicht
unerheblich für die SLDF, ne, weil er war ja ein großer Lieferant für die Star League-Fans. Genau, genau. Dadurch, dass Dairon halt noch relativ kernwärts lag, war es auch ziemlich sicher. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt eine eminent bedrohte Welt. Da war halt noch ein bisschen Fleisch zu den nach außen liegenden Häusern. Schiffswerften, also Raumschiffwerften zu haben, war in der Sternbund-Zeit halt sehr wichtig. Und das ist halt so der Kernbestandteil der militärischen Macht gewesen. Die dann auch später natürlich in den weiteren Kriegsverläufen der Nachfolgekriege halt zerstört worden ist, aber da kommen wir dann später hinzu. Naja, auf jeden Fall, Dairon ist halt daraus gewachsen, hat sich als ein florierender Planet dargestellt, mit großem Einfluss, der natürlich auch gerne beäugt worden ist von dem Haus Kurita, was da halt in deren Nähe war. Die Sternbundzeit ging dann natürlich in den Amaris Bürgerkrieg über. Das heißt, Dairon als eine von den wichtigeren Planeten hat da schwer drunter gelitten. Also es sind einige sehr blutige Kämpfe gefochten worden. Das ist eine große Belagerung, die stattgefunden hat. Wo sich die Zivilbevölkerung in sogenannte Brine Caches zurückgezogen haben. Das sind Sternbundfestungen, die schwer bewaffnet und darauf ausgelegt waren, dann halt auch planetaren Bombardements stattzuhalten. Das Ganze hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also ein Großteil des Planeten ist zwar zerstört worden, aber diese Brine Caches mit jede Menge Zivilisten haben es halt überstanden und haben dann halt auch während dieses Amaris-Coups dann da halt aktiv Widerstand geleistet. Was noch ganz interessant war, ist, um noch die Wichtigkeit des Dairon-Systems so ein bisschen hervorzuheben, das Dairon-System hat ähnlich wie Terra über ein Space Defense System Verfügung gehabt. Das Space Defense System sind autonome Systeme, das heißt also mehrere Kampfsatelliten, kann man ungefähr vergleichen mit so einem kleinen Todesstern vielleicht. Okay, der zerstört nicht den ganzen Planeten, aber ziemlich schwer bewaffnet. Man muss ja auch klein anfangen, ne? Also von daher. Genau, genau. Das ist genau, kleine Todesstern. Genau, das macht auch mehr Spaß. Piu! Nein. das war halt schon von einem militärischen Interesse, dieses System zu halten. Blöderweise galten damals noch nicht die Ares-Konventionen, das heißt, der Einsatz von Nuklearwaffen, der war damals schon ziemlich prominent, was halt, wie schon eingangs berichtet, zu großen Zerstörungen geführt hat. Wie wir inzwischen ja auch durch die anderen Podcasts wissen, der Amaris-Bürgerkrieg ging zu Ende mit dem Sieg der Armeen von General Kerensky und dem darauf folgenden Exodus. Da ist halt in der Mitte der inneren Sphäre ein Vakuum entstanden. Dieses Vakuum wurde selbstverständlich gefüllt durch die Habgier der Hausfürsten. Dairon, wie ja schon erwähnt, ist in der Nähe des Draconis-Kombinats. Das heißt, der lange Arm des Drachen hat sich ausgerichtet und hat sich das Dairon-System einverleibt. Und das ist dann auch teilweise wegen seines Ruhmes dann halt sehr gut unterhalten worden. Das heißt, das ist weiter aufgebaut worden. Das ist die Zerstörung wurde versucht wieder zurückzuarbeiten. Das heißt, Dairon war auch schon damals so wichtig, dass es halt wieder aufgebaut wurde. Und war ja dann auch die Distrikthauptstadt im Draconis-Kombinat. Genau, genau. Wurde dann halt kurz Zeit später dann auch zum Distrikthauptstadt ernannt. Jetzt muss ich kurz hier durchgehen. Wo war ich jetzt noch? Ah ja. Dairon hat damals dann noch ein paar Raumschiffwerfen gehabt.
Wie gesagt, sehr wichtig. Die Ressource von Kriegsschiffen, also nicht sogenannte Wet Navy Warships, sondern halt Cold Navy. Cold Navy, das muss erklären. Das ist die Wet Navy, ist ganz klar World of Warships. Leute wissen das. Das sind die Gefährte, die übers Wasser oder durchs Wasser gleiten. Und Cold, das sind die, wo am Ende bei den Fischen schlafen, wenn sie versenkt werden. Genau, ping, ping, blub, blub. Und die anderen, wie war das, wie sagt der K2SO noch, irgendwie, also die anderen so ewig im kalten Raum tot herumschweben, ne? Genau. Sagt K2SO, nicht ich, ich kann im Weltraum überleben. Genau. Das sind halt die klassischen Kriegsschiffe, die im Weltraum halt bei Battletech rumfliegen. So, um das mal so ein bisschen technisch einzuordnen, es gibt die Sprungschiffe, die halt nur von einem System zum nächsten springen. Dann gibt es die Landungsschiffe, die halt den Transfer von den Sprungpunkten zu den planetaren Körpern dann halt übernehmen. Und die Kriegsschiffe, geboren halt auf der Basis von Sprungschiffen, sind Schiffe, die springen können, im System herumreisen können, aber nicht auf Planeten landen können. Dafür sind sie in der Regel zu schwer. Aber extreme Feuerkraft haben. Ja, also je nach Klasse, die man da vor sich hat, haben sie schon doch sehr horrende Feuerkraft. Ja, also sie lassen dann Teile von sich landen, so Granaten, Raketen. Genau. Ist auch schön. Genau. Oder halt wie im Feuerwerk. Beispiel einem schönen Kurita-Produkt, dem Samarkand-Class Fighter Carrier, der halt dann sein Regiment Jäger mit sich rumschleifen kann. Immer sehr schön am Mittern zu sehen. Okay, auf jeden Fall. Das ist eine Ressource, die man entweder erbeuten möchte oder, wenn man sie nicht erbeuten kann, macht man kaputt. Genau. Kabum. Alles kurz und klein. So geschehen im späteren Jahr 2700 Taumich Blau, also kurze Zeit nach dem Exodus. Dairon war so wichtig, dass sowohl an Zenit als auch Nadia, also dem relativ nordwärtigen und südwärtigen Sprungpunkt des Dairon-Systems, seine eigene Ladestation hat. Das haben auch nicht so besonders viele Welten der inneren Sphäre. Und wie gesagt... Was macht genau die Ladestation? Nee, die laden gewissermaßen die Schiffe schneller. Das heißt, du musst nicht... das ist ein bisschen wie der Supercharger von Tesla. Ne? Du musst halt nicht rumsteigen, bis die Sonne das Ding aufgeladen hat, so nach und nach, sondern gehst halt hin, einmal Batterien voll machen und dann fliegst du oder springst du weiter. Und wie lange hat das so gedauert dann? Ich glaube, im Vergleich wenige Stunden zu mehreren Tagen. Ja, also, genau, also es konnte, glaube ich, runtergehen bis so 2-4 Stunden oder so. Also üblich, also das kommt immer ganz drauf an. Also üblicherweise kommt die Ladezeit, ist ähnlich wie bei Elektroautos, kommt halt auf den Planeten drauf an, also auf die Sonne drauf an, die das Ganze speist. Die Technologie der Ladestation war im Prinzip so, dass über Mikrowellen dann halt diese, oder so steht das zumindest in den meisten Tech-Büchern, die Batterien von Sprungschiffen aufgeladen werden können. Dazu müssen die nicht unbedingt diese sehr, sehr fragilen Sprungsegel auspacken. Das kann man auch einigermaßen regeln, wie die geladen werden. Nur wenn man sie zu schnell lädt, kann es sein, dass die Batterie dabei halt irreparablen Schaden nimmt und dann ist halt Ende Gelände mit hin und her springen. Deswegen versucht man das möglichst auf einem Safe-Level zu belassen. Genau, aber prinzipiell dauerte das Außenrollen des Sonnensegels schon 2 Stunden. Genau. Genau, das muss ja auch entsprechend vorsichtig passieren, damit das nicht irgendwie reißt oder beschädigt wird, weil diese Sonnensegel auch sehr fragil sind und auch sehr schwer zu reparieren. Genau, deswegen springen Sprungschiffe und Kriegsschiffe nur an Zenit- und Nadir-Sprungpunkte, weil da halt die Schwerkraft so gering ist, also der Einfluss des Zentralgestirns so gering ist, dass sowas halt nicht passieren sollte. Na gut, das war ein kleiner Ausflug in die Astrophysik von Battletech. Gehen wir jetzt wieder zurück zu Dairon.
Wie erwähnt, da gibt es zwei sehr wertvolle Ladestationen, Zenith und Nadia Sprungpunkt. Und da noch ein paar Schiffswerften, die um Dairon herum angesiedelt sind. Und in den Anfang 2800ern kam es halt dazu, dass Haus Steiner die Bedrohung, die von Dairon ausging, konfrontieren wollte und hat eine Schwadron aus 6 Kriegsschiffen hingeschickt, um da liegende Schwadron von drakonischen Kriegsschiffen halt auszumerzen. Wie bereits erwähnt, die Ares-Konventionen haben damals noch nicht gegolten, die halt den Einsatz von bestimmten Waffensystemen dann halt verbietet. Das heißt, in den ersten Auseinandersetzungen sind von den 6 Draconis-Kriegsschiffen direkt erstmal 4 gefallen. Als dann zurückgeschlagen wurde, haben sich dann die Steiners wieder zurückgezogen und sind danach nie wieder gesehen worden. Eine dieser lustigen Anekdoten aus dem Battletech-Universum, wo es darum geht, dass Schiffe auf mysteriöse Art und Weise nie wieder gesehen werden. Vielleicht später. Was dann auch immer wieder interessante Ansätze gibt dann für andere Stories, ne? Genau. Die tauchen dann ganz plötzlich halt in den Händen von irgendwelchen religiösen Fanatikern auf. So kann das schon mal passieren. Na gut. Die Nachfolgekriege waren halt nicht so nett zu Dairon. Es wurden alle Raumschiffwerften wurden zerstört. Ich glaube, da ist sogar das letzte drakonische Kriegsschiff ist im Dairon-System zerstört worden. Aber das ist nur eine kleine Fußnote. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Na gut, nichtsdestotrotz abgesehen von den ganzen Zerstörungen ist Dairon eigentlich noch relativ gut an den Nachfolgekriegen vorbeigekommen. Das heißt, es hat immer noch einen hohen Stellenwert im Draconis-Kombinat halt gehabt als ein Zentrum der Technologie. Für uns Mech-Krieger halt ganz interessant, obwohl wir ihn bei MWO noch nicht haben, aber der Withworth wurde auch da produziert. Bis die Fabrik halt kurz und hagel klein geschossen worden ist. Auch etwas, was ziemlich üblich war in den Nachfolgekriegen. Und vielleicht noch ein kleiner Ausflug dahin, wie schon eingangs berichtet, die tyrannische Hegemonie hatte für lange, lange Zeit Dairon in sich aufgenommen. Und so, ich sag mal so, bis zu der Battletech-Neuzeit gibt es immer so eine gewisse Sympathie zum Sternbund. Das heißt, über viele Jahrhunderte haben sich die Bewohner von Dairon identifiziert als Mitglied des Sternbundes, also als Bewohner des Sternbundes und nicht unbedingt als Mitglied des Draconis-Kombinats. Muss man auch sagen. Ich meine, der Dairon und die ganze Umgebung gehören ja eher zu den frühen Siedlungsgebieten außerhalb der Erde und die haben natürlich, oder unser Militärdistrikt hat sich dadurch natürlich auch eine eigene Identität früh entwickelt und vor allem sich wahrscheinlich auch ein bisschen elitärer gesehen als die Peripheriebereiche, die ja dann andere Militärdistrikte dann sozusagen gewissermaßen noch waren. Ne? Und wenn dann der Druck von außen kommt, sozusagen man eingegliedert wird in so ein Reich, dann fällt es ja am Anfang dann auch nicht so leicht. Das heißt also, die ganze japanische Kultur war im Militärdistrikt Dairon wesentlich schwächer oder ist wesentlich schwächer verbreitet als in anderen Teilen des Kombinats. Korrekt. Anderes Beispiel ist Al-Nair. Auch ein Planeten, der zum Draconis-Kombinat gehört, aber der irgendwie, ja, sich nicht so wirklich integrieren lassen wollte. Nee. Ja, wobei man sagen muss, zuerst war ja eher die Taktik eben, wie du sagst, immer mit quasi Angst machen und unterdrücken quasi, die Leute in Dairon-Distrikt ein bisschen zu unterjochen quasi, ne? Und die Militäreinheiten von Dairon wurden ja auch vor allem zu Takashi Kurita-Zeiten gerne mal verheizt, ne? Mhm. Und so, ja. Und
Erst quasi mit dem Aufkommen von Theodore Kurita war es eher so, der dann versucht hat, da genau das Gegenteil zu machen. Also eigentlich eher versucht hat, durch positive Einflussnahme die Diron Militär und damit auch die Leute fürs Draconis einzubringen. Korrekt. Ja. Aber ich muss mal sagen, das hat mich auch immer am Diron Militärdistrikt gereizt. Da kommen wir ja nachher noch zu, auch warum wir seinerzeit, also 1994, überhaupt dafür entschieden haben. Aber je mehr ich über den Diron Militärdistrikt dann erfahren habe, umso glücklicher war ich dann wegen unserer Entscheidung, weil das schon auch, sag ich mal, nicht so eindimensional ist und relativ auch gut beleuchtet von der Lore-Seite und auch der ein oder andere Roman zumindest den Militärdistrikt Diron ankratzt. Genau. Also, um jetzt die Leute mal ins Bild zu bringen, also der Diron Military District ist quasi so eine kleine Pfeilspitze, die auf Terra zeigt. Und wird flankiert auf der einen Seite vom Haus Steiner und dem Lyranischen Commonwealth und auf der anderen Seite von Haus Davion und den Vereinigten Sonnen. Das heißt, wie heißt es so schön im Preußischen? Viel Feind, viel Ehr. Viel Gegenwehr. Genau. Also irgendwen hatten wir immer gehabt, mit dem man sich prügeln konnte. Das heißt, das war auch einer der Militärdistrikte, wo es halt regelmäßig Auseinandersetzungen gab. Also wenn man da jetzt sich so die anderen Militärdistrikte anguckt, gerade die kernwärts gesehen, also die relativ nordwärts gesehenen, da war relativ wenig los, aber da unten, da ging es halt ständig hin und her. Deswegen ist der Diron District halt auch in sehr vielen Romanen halt Schauplatz gewesen. Kann man alles nachlesen. Hair of the Dragon zum Beispiel hat da gespielt. Was hat da sonst noch gespielt? Wölfe an der Grenze, wenn ich mich nicht ein bisschen irre. Aber nur wirklich ganz leicht. Und natürlich Heart of the Dragon. In der En Garde Riposte Coupée, also in der Warrior-Trilogie. Genau. Genau. Deswegen, da ging es immer her, wie Hoshi auch schon richtig gesagt hatte, dementsprechend, dass Diron-Regimenter verheizt worden sind, klar. Diron-Regimenter sind gerne beigeordnet worden bei den Elite-Regimentern. Das heißt, Schwerter des Lichts hatten gerne immer ein oder mehrere Diron-Regimenter bei sich. Und wie man ja auch schön in unserem Promo-Video, was man sich auf YouTube angucken kann, illustriert worden ist, zumindest haben wir das versucht, wird dann auch gerne mal so ein 36. Diron verwendet, um halt den Rückzug von Schwert des Lichts zu decken, um sich halt der Flut von Söldnern halt irgendwie zu erwehren. Gut, aber jetzt sind wir noch nicht bei der kleinen Invasion, glaube ich, so angekommen, oder? Genau, das ist, da sind wir noch nicht angekommen. Der Diron Militärdistrikt hat ein bisschen durchatmen können durch die Klaner. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, weil der Fokus der Aggressoren halt so ein bisschen woanders lag. Es sind sehr viele Gegnerregimenter vom Haus Davion bzw. Haus Steiner abgezogen worden, die dann halt oben sich der Clan-Invasion entgegengestellt haben. Dann wurde es halt ein bisschen ruhiger. Generell, die Diron Military District Regimenter sind eigentlich vorher so gut wie gar nicht außerhalb ihres Distriktes eingesetzt worden. Nee, hat auch den Grund gehabt, der Militärdistrikt Diron ist ja durch so eine exponierte Lage auch immer sehr schwer befestigt worden und auch auf die Verteidigung eingerichtet. Ich sag mal, wenn man das mal so von der strategischen Ebene sieht, hätten sie in vielen Fällen auf jeden Fall die erste und auch schwersten Wellen der Angriffe halt abbekommen, was ja auch in den Romanen teils so war, sei es im vierten Nachfolgekrieg oder im Krieg von 3039. Genau, weil es halt strategisch eine extrem wichtige Position war. Dafür waren die Diron-Regimenter überdurchschnittlich ausgerüstet immer. Also im Vergleich zu anderen Regimentern, vor allem gegenüber Pesch sowieso, aber auch Benjamin und anderen Militärdistrikten
hatten sie eigentlich immer sehr gutes oder haben sie sehr gute Ausrüstung. Genau. Weil man möchte ja schließlich nicht die Mitte seiner Formation schwächen. Genau. Genau, so. Man muss sie nicht mögen, aber man muss die strategische Position halten, ne? Genau. Genau. Das ist, die unterschiedlichen Dairon-Regimenter haben über die Jahre hinweg, also in ihrer Entstehungsgeschichte, seit dem ersten Nachfolgekrieg, also Beginn des zweiten Nachfolgekrieges bis zur, Battletech-Neuzeit, haben immer so ein bisschen die Ausrichtung und Spezialisierung geändert. So für die Zeit, so Prä-Clan und aktuelle Clan-Invasion, waren zum Beispiel die 36. Dairon als ein mittelschweres Mech-Regiment ausgelegt, mit Klassiker von Hit-and-Run-Taktik. In der früheren Zeit hatten sie dann schon mal eine Spezialisierung als schwere Frontline-Unit. Das ist halt die Spezialisierung, die wechselt halt zwischendurch immer so ein bisschen, je nachdem, ja, was gerade neu aufgestellt worden ist. Genau. Genau. Der Dairon, im Distrikt Dairon war auch eine zwar nicht ganz so prominente, aber immerhin schon ein bisschen prominente Institution, die halt regelmäßig für Nachwuchs gesorgt hat. Und zwar war das berühmt-berüchtigte Dairon District Gymnasium, die halt für regelmäßigen Zuwachs an Mech-Kriegern gesorgt hat. Das ist nicht so prominent wie die Sun Tsang, aber zumindest schon mal etwas, worauf sich dann halt so eine Präfektur dann halt berufen kann, um halt für Nachwuchs definitiv zu sorgen. So ein eigenes Know-how und die ist ja so eine Art Regionalpatriotismus dann, ne? Genau, genau. So. Ja, rede weiter. Ja, also es gibt mehrere Dairon-Regimenter, die insgesamt ausgehoben worden sind. Also man darf sich nur nicht davon verwirren lassen. Also 36. Dairon Regulars, also es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass es niemals 36 insgesamt gab zu einer Zeit auf einmal. Aber man kann davon ausgehen, dass es zwischen einem halben Dutzend und einem Dutzend Regimenter gab es eigentlich ständig in unterschiedlicher Größe. Das ist ja auch nicht sinnvoll, die Einheiten exakt so durchzunummerieren, wie man sie gerade hat, weil dann kann man dem Gegner auch gleich die eigene Aufstellung schicken, was man so alles gerade in Lohn und Brot hat. Genau. Und deswegen, das ist auch in normalem Militär so, dass die Divisionen, Regimenter zwar Nummern besitzen, aber nicht in dem Sinne klar durchnummeriert sind, weil, ja, das ist einfach eine Verwirrtaktik. Auch bei Panzern war das im Zweiten Weltkrieg so, dass man da lustig Nummern vergeben hat, um mehr vorzutäuschen, als man wirklich hatte. Mhm. Korrekt. Einfach mal mit ein bisschen Zahlen protzen ist manchmal gar nicht so schlecht. Ich kriege oft die Frage gestellt, oder in der Vergangenheit, weil wir MWO gespielt haben, ey, und was mit den anderen 35? Ja, die stehen noch hinten und holen sich noch ein Bier. Genau. Die fahren um den Block rum. Genau, die suchen gerade noch einen Parkplatz. Genau, das sind alles Panzerfahrer. Genau. Okay, das war im Prinzip so der grobe Einstieg. Dann machen wir noch ein ganz kurz, weil ich schiel auch so ein bisschen auf die Uhr, auf die Lore-Geschichte der 36. Dairon Regulars. Geschehen im Jahre 3015. Haben die berühmt-berüchtigte Söldeneinheit, die Kellhounds, tot allen Söldnern, es gewagt, eine Kompanie der 36. Dairon auszulöschen. Das war halt auch im Dienste des Schutzes des zweiten Schwertes des Lichts. Das Ganze, das ist ausgetragen worden auf Mallory's World. Das war ja eine Kampagne, die angeführt worden ist von dem berühmten Yorinaga Kurita. Kann man sich übrigens auch wunderbar durchlesen. Also ich empfehle da jedem die Warrior-Trilogie. Da steht das alles schön drin. Ja, da sind wir namentlich in den Büchern erwähnt worden.
wie wir da dann, als wenn ich da gewesen wäre, wie die 36. den Rückzug, also die Kellhounds am Rückzug gehindert haben. Gut. An der Stelle muss ich mal kurz einhaken. Das war auch schon mal ein Vorgriff auf nachher. Das war ein entscheidender Punkt, warum wir uns auch für das 36. als Unit entschieden haben. Aber nachher dazu mehr. Aber schon mal die Stelle merken. Mhm. Sie sind dann später noch mal in Erscheinung getreten im schönen Battletech Lore im Jahre, also knapp 10 Jahre später, 3026. Da waren sie an der Seite der 5. Schwerter des Lichts, also wieder große Prominenz, immer vorne mit dabei. Da hat die 36. dann nicht unbedingt, von sich, also positiv auf sich aufmerksam gemacht. Da haben die 36. wohl ein Massaker an Zivilisten verübt. Alles fein Darwin-Propaganda. Genau, also die haben vorher 300 Jahre vorher haben sie mit Atombomben auf uns geschmissen, dann können wir ja jetzt wohl auch ein paar Massaker machen. Na gut. Dann weiter übergehend der gute Taisho Parmaconti, der 5. Schwerter des Lichts, hat dann auch am Kampf um Northwind dann teilgenommen. Hervorragende Szene. Es ist perfekt, das ist genau deswegen habe ich Battletech damals gelesen. Da ist mir bei der Geschichte darum ist mir jedes Mal eiskalt über den Rücken gelaufen. Das ist der Kampf mit Bradleys Bravos von den Kellhounds, das Hin und Her, was auf dem Planeten gewesen ist. Das ist die Streitkräfte Kuritas waren im Prinzip auf gutem Wege Northwind einzunehmen. Leider, muss man dann allerdings sagen, kam etwas Unverhofftes. Und zwar die Rückkehr der Northwind Highlanders, die frei geworden sind aus der Konföderation Capella und denen Hanse Davion ihren ehemaligen Heimatplaneten zugesprochen hatten. Blöde Sache. Damit hat Taisho Parmaconti nicht gerechnet, deswegen musste da wieder ein koordinierter Rückzug eingeleitet werden unter großen Verlusten der 36. Dairon. Schade, schade. Muss man aber wirklich sagen, das ist in dem Buch wirklich ein extrem cool beschriebener Kampf. Also ich mag die Stelle auch total. Also richtig, richtig, das geht richtig unter die Haut, wenn man das liest. Genau. The Northwind Highlanders are coming home. Ja, auf jeden Fall. Episch. Also das war auch, das war sozusagen die zweite Szene, die uns dann damals bewogen hat, das zu machen. Vor allem. Ja, nee, ich greife jetzt wieder ein bisschen vorweg auf. 5. Schwert war natürlich so, 5. Schwert, Schwert des Lichts, ne? Und dann gab es aber ein gutes Argument dagegen, das ich dann nachher bringen werde. Okay, dann spanne ich euch auch nicht lange auf die Schulter. Nur noch ganz kurz, wie geht's den 36. Den 36. so bis zur Clan-Invasion? Die 36. haben noch teilgenommen an einer kleinen Invasion bei Haus Steiner? Sky ist ein... Gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Kommunalität ist es bei Liao, Militärdistrikt bei uns, und bei Sky ist es die Region, glaube ich. Mark, okay. Genau, Sky March. Nee, Mark ist bei den Davians. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz auf Sana nebenbei. Dann sage ich es gleich. Aber rede mal weiter. Das ist, da haben die Dairons schwere Verluste einstecken müssen, weswegen sie danach eigentlich abgezogen worden sind, um sich halt wieder neu aufzubauen. Und dann verliert sich im Prinzip der Geschichtsfaden der 36. im Battletech-Lore so langsam im Nichts. Das heißt, danach wird offiziell nicht mehr von denen berichtet. Sehr schade, wie ich finde. Genau. Dabei ist in dem Distrikt noch sehr viel passiert danach. Ein kurzer Spoiler. Da ist natürlich der Dschihad gewesen mit groß viel hin und her. Im Prinzip kann man das sagen, dass das im Prinzip die Phase der
der Nachfolgekriege nur halt nochmal in einem anderen Thematik halt durchgespielt. Aber naja, die 36. sind dann nicht mehr in Erscheinung getreten. Genau, wobei es gibt immer wieder Erwähnungen, jetzt nicht von den 36ern, sondern so eher so allgemein Krieger aus dem Diron-Distrikt, ne, die sich quasi nicht dem Word of Blake etc. anschließen wollten bei der Übernahme, so, ne, dass die halt geflohen sind, sich teilweise Mercenary-Regimentern angeschlossen haben. Mhm. Eridan cool. Lightbony, Lighthorse wird da immer wieder verwendet, ne? Ja. Also, ist natürlich anzunehmen, dass da eventuell auch 36er dabei sind, aber namentlich werden halt die 36er nicht erwähnt dabei. Ja. Ich habe übrigens Antwort auf eure Frage. Es ist die Federation of Sky. Dann gibt es okay. den Tama Pact. Und dann, es gibt ganz viele so Province, Donegal, ne? Mhm. Ah, ja. Donegal. Also die Namensgebung ist bei den Steiners nicht einheitlich. Reinstes Chaos. Ja, genau. Ja, so wie ein Bier keine einheitliche Qualität hat, ne? Aber gut für die Info. Dann haben wir das auch eingefasst. Na gut, und das war im Prinzip so mein, nicht ganz so kurz, wie ich gehofft hatte, aber trotzdem ein Überflug von der Geschichte Dirons bis rüber zu den 36. Diron im Battletech Lore. Ja, passt ja eigentlich auch perfekt, weil tatsächlich die Geschichte von Mallory's World bis zu Northwind, das war so der Punkt, der uns dann überzeugt hat. Ich reiß jetzt mal gute 25 Jahre zurück, Anfang des Jahres, 1994, da war ich in Neheim-Hüsten, das ist so östlich des Ruhrgebiets, ein Jugendzentrum, und bin da mit einem Kollegen aus Dortmund hingefahren, dem Tim Hausmeier, und wir waren gerade der Mechforce beigetreten, ich glaube Tim sogar ein halbes Jahr früher als ich oder so. Und wir haben da dann nach Anschluss gesucht. Und am Anfang muss man sagen, klar, wir hatten alle erstmal so die Grey Death Legion gelesen und dadurch war man natürlich so ein bisschen Steiner orientiert. Und war so ein bisschen angefixt und dachte, ja klar, Steiner und so weiter. Aber dann haben wir mitbekommen, wie viele Leute Steiner spielen wollen. Erstmal, das war schon mal so ein kleiner Downer nach dem Motto, oh Gott, wenn alle Steiner spielen, dann haben wir die ganze Zeit, können wir Manöver abhalten, ne? Ist nicht ganz so lustig vor mich. Ich glaube, das war die 11. Lyranische Garde oder 10. oder so, die da, ich glaube, es war die 11., die in dem Raum halt auch tätig war und relativ groß gewesen ist schon zu dem Zeitpunkt. Davians waren im mittleren und westlichen Ruhrgebiet beheimatet. Und das war dann halt alles nicht ganz so sexy. Liaos gab es so gut wie gar keine. Marix kannten wir eigentlich auch keine. Klaner spielten zu dem Zeitpunkt noch gar keine Rolle. Und dann kam natürlich das Buch Wölfe an der Grenze und ein Erbe für den Drachen. Und da hat es bei Tim und bei mir Klick gemacht und haben gesagt, komm, wir wollen Kurita spielen. Und natürlich dann Fünftes Schwert des Lichts, das hatten wir uns so vorgenommen. Ja, Parma Conti, das so wollen wir auch auftreten, das ist cool. Und dann haben wir in Neheim-Hüsten einen älteren Battletech-Spieler aus unserer Sicht damals, heute würde ich sagen einen jungen Mann, kennengelernt. Ja, wir waren ja so 19 oder sowas, 18, 19, so in der Ecke rum. Ich glaube, ja, ich war noch 18. Und der Guido Klein-Raufhake, der war so rund 10 Jahre älter als wir, hatte irgendwo Mainz in der Ecke rum studiert und hatte da auch Battletech kennengelernt und auch andere Tabletops gespielt in einer ziemlich umtriebigen Community. Und der sagte dann so zu uns, der war mittlerweile wieder nach Iserlohn gezogen in seine Heimatstadt und hatte mit uns dann da ein paar Mal gedaddelt. Er sagte, ja, Kurita, auf jeden Fall, finde ich auch geil, aber warum denn unbedingt so ein Elite-Regiment? Wir so, ja, warum nicht? Wir wollen geil sein. Ja, seid ihr das denn auch? Könnt ihr das denn auch so spielen? Sind wir gut genug? Und wir gucken uns so um. Wow, relativ Neulinge, ne? Auch natürlich einige Niederlagen schon so bei Fun-Spielen dabei gewesen. Sagt er, erstmal gibt's schon mal ein Schwert des Lichts in der Mechforce Germany. Das war ja die erste offizielle Battletech-Vereinigung in Deutschland. Mhm. Und da auch haben wir gesagt, machen wir zweite Bataillon. Ja, ob die das so zulassen, ist mal eine Sache. Und zweitens,
ihr seid noch ziemlich grün hinter den Ohren. Und dann hatte er den Vorschlag gemacht, eben aus diesen Büchern, aus dieser Geschichte heraus, die 36 Darin, also 36 Darin dann halt zu wählen. Und zusammen mit dem fünften Schwert des Lichts, die es schon in der Mechforce gab, dann die First Combined Cavalry, die also die erste mobile Einsatzgruppe sozusagen der Mechforce für Kuriter dann halt zu bilden. Fanden wir auch total geil und stellten uns vor, wie wir mit dem Schwert seines Lichts in den Kampf dann reiten würden. Ist aber nie dazu gekommen. Es hat nie ein gemeinsames gegeben. Die waren etwas weiter weg und ja, wir haben dann unser eigenes Ding gemacht. Und ja, neben Tim, Guido und mir gab es dann noch ein paar andere Leute, die angefangen haben. Günther Borgschulte hieß einer. Frank Jerke fällt mir noch als Name ein. Und natürlich, ihr ahnt es schon, wer wird es wohl gewesen sein? Lars Dukat. Genau, der Paxi. Der hieß damals noch nicht Pax Mortis, da gab es noch keine Codenamen oder solche schicken Sachen, der hieß einfach nur der Lars. Und wie Lars so war, der war dann ab dem zweiten Wochenende mit dabei, tauchte der nicht alleine auf, der hatte irgendwie den Guido mal irgendwie angerufen und der Guido sagte so, ja, da kommt noch einer mit so ein paar Leuten aus Dortmund. Brachte Lars schon eine komplette eigene Lanze mit. Also vier Leute tauchten dann auf einen Schlag auf. Und das Schöne war, Lars war damals auch schon so mit Bushido-Kodex und Japan fand er geil und Kurita war klar. Seine drei Kumpels eher nicht. Da war ein richtiger Die-Hard-Steiner-Verfechter dabei, der Falco. Dem vierten war es, glaube ich, relativ egal und der andere war jetzt auch nicht ganz so Kurita-affin, aber hat gesagt, okay, mache ich dann halt so mit, ne? Und das war dann schon eine lustige Truppe, vor allem weil der vierte, der eigentlich nur einmal oder zweimal dabei war, der hatte den dicksten Mech von allen, der hatte einen Atlas. Hm. Und er ist, glaube ich, nie zum Einsatz gekommen dadurch. Der ist auch teuer, also bitte. Ja, ja, klar, Combat Valley wurde damals, oder Battle Valley, ich weiß gar nicht, CV, glaube ich, Combat Valley war es. Das war schon ein Bocken. Wir haben Atlas eingesetzt, wir hatten dann noch später einen durch Thomas Webel aus meiner Lanze. Aber das war alles noch nicht ganz so klar. Tim war ein etwas erfahrenerer Spieler als ich zum Zeitpunkt. Und dann ging es darum, nach Lars sozusagen den zweiten Shui zu besetzen. Und Guido in seiner Weisheit hat gesagt, Tim, Olli, ihr wollt das beide machen. Der Lanzenkommandeur spielt das untereinander aus. Haben wir dann auch getan. Ich weiß nicht mehr genau, welche Mechs es waren. Aber ich habe das Ding gewonnen. Und damit war ich dann der zweite Shui in der Unit. Ja, und ab dann ging es dann relativ Schlag auf Schlag aufwärts. Und die Unit ist wahnsinnig gewachsen. Jetzt aber mal meine Frage an euch, wenn ihr damals, wir waren ja jetzt nicht direkt demokratisch, aber die meisten wollten Schwerter des Lichts machen. Wie hättet ihr euch entschieden zu dem Zeitpunkt? Also ich muss sagen, ich war nie so ein Fan von den ganz großen Einheiten. Ja. Ich habe das genossen, in den Büchern drüber zu lesen. Also egal, ob es jetzt auf Kurita-Seite Schwerter des Lichts waren oder die Hauseinheiten von Davion oder die Steiner Fronteinheiten oder was auch immer, ja, hat mir Spaß gemacht zu lesen. Aber für mich die coolen Typen waren immer die in den kleineren Einheiten oder auch die kleineren Mercenary. Ja. Also die Anfänge der Grey Death Legion zum Beispiel, weil du die erwähnt hast, haben mir viel besser gefallen als dann was dann später gekommen ist, wo dann das alles riesig aufgewachsen ist. Und also ich wäre auf jeden Fall auch da hingegangen, wenn ich die Wahl gehabt hätte, 36er oder 5. Schwert des Lichts, hätte ich mich eher für die 36er entschieden. Okay, du hättest dich überzeugen lassen. Icke, wie ist es mit dir? Du eigentlich als Steiner, hättest du dich damals dann auch zu Kurita überreden lassen? Oder wärst du dann lieber zu einer Steiner-Unit gewechselt oder sagst, mach doch einen Scheiß alleine? Korrekt. Ja, jetzt bist du trotzdem bei uns, ne? Hat ja nichts genutzt oder hätte. Ja, aber ich habe ja weiterhin die schöne Flagge in meinem Profilbild hinterlegt. Ich hoffe, ihr kennt sie alle. Wir sind farbenblind, wir sehen das nicht. Ja, das ist die wir sehen nur rot. Genau. Ja, außerdem ist Ike ja exkommuniziert worden vom Lyrianischen Commonwealth, weil er kein Bier trinkt, ne? So sieht's aus, da kommt er gar nicht mehr rein. Ja, aber ich stehe auf Steiner PBC und Onai macht die Beste. Um Gottes Willen. Und du, wie hättest du dich entschieden? Also, da vielleicht zum Hintergrund, in diesem kleinen KUKAF, wo ich herkam, gab es eine aktive Battletech-Community. Ja. Und die haben auch bei der MechForce mitgespielt. Und das waren auch Lyranische Garde.
Okay. Und bei denen hatte ich mich auch mal vorgestellt und dann haben die das mal so erklärt und so weiter. Aber irgendwie so richtig, der Steiner-Schuh, der wollte mir nicht passen. Sehr, sehr gut. Und ich hatte mir schon überlegt, was machst du denn da? Und wie gesagt, mit denen ein bisschen kommuniziert und ich sage, ja, Kurita gibt's, aber Marek gibt's noch nicht so viel. Und ich habe lange, lange Zeit mit dem Gedanken gespielt, halt auch eine eigene Unit zu machen. Ich habe sogar damals meine Maschinen dafür schon unbemalt. Und zwar waren meine damals kleinerer Fundus noch bemalt in den Farben der Iron Guards. Ist auch eine kleine Marek-Unit, weil so der Punkt ist, also auch Iron Guards, muss ich sagen, das ist so ein Schuh, wenn man sich den anzieht, dann muss man den halt auch ausfüllen. Ja. Und deswegen... Ja, bitte? Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, in Österreich gab es ja nicht wirklich viele Einheiten, sag ich mal, ja, die irgendwie gespielt haben. Ja, und ja, ein paar haben sich, glaube ich, mit der MechForce Germany dann auch angeschlossen. Aber vor allem in Südösterreich, wo ich herkomme, ja, war es halt sehr dünn gesät und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich am Anfang meiner Mechkriegerkarriere bei den Davions war. Würde ja, mir ja nie passieren. Jetzt kommt die Katze aus dem Sack, ne? Ja. Also wenn Story sagt, würde mir nie passieren, dann höre ich da schon wieder eine Geschichte raus, dass das mal passiert ist. Ne, machen wir erstmal weiter. Ja, ja. Erste offizielle Erwähnung vom 36. gab es auf jeden Fall in der Live-Support Ausgabe 4 auf Seite 39 und wir waren tatsächlich das 12. offizielle Chapter der MechForce Germany, also sehr, sehr früh mit dabei. Die Live-Support war ja das Vereinsheft, die kam ja quartalsmäßig raus. Wir waren ein bisschen enttäuscht, wir dachten schon, dass wir in Ausgabe 3 erwähnt würden, war aber noch nichts, weißt du, so, das Heft kam, boah, mit der Post damals aufgerissen, die in den Ding, sondern da reingeschaut und dann war da nichts, und aber in Ausgabe 4 war es dann soweit, endlich. Und dann waren wir am 5. März 1994 bei einer Con in Bochum oder Essen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube Essen war es, Radcon oder so ähnlich, ich weiß es nicht, und wir waren, der Tim war dabei, der Thomas Wieber mit, also Tim mit seinem Archer, ich mit meinem Hanspeck, Thomas mit seinem Atlas. Und ich weiß, ich glaube, das war es eigentlich so von den 36ern. Und dann haben wir dann noch so ein paar Liaos kennengelernt. Die kamen aus Floto Extra. Bis dahin wusste ich noch nicht mal, dass es dieses Städtchen gibt in Ostwestfalen bei Bielefeld, das es eigentlich nicht gibt. Lars Carsten, Nils Neuting und noch erstmal nur ein anderer und dann später kam noch ein vierter dazu. Und die hatten dann irgendwie so zwei Katafakt noch dabei und ich weiß nicht noch was. Und dann haben wir den einzigen Gegner, der gerade Zeit hatte, herausgefordert, die haben wir da kennengelernt. Und das war Team Banzai. Ich weiß nicht, ob einer von euch die aus der MechForce-Zeit kennt. Aber es ist eine der wenigen Einheiten, die von der Erfolgsquote her etwa dem gerecht wurden, was in den Romanen so vorgeschrieben war. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen über Team Banzai. Es gibt Leute, die finde ich total gut und kommen mir gut mit denen klar. Ich war immer gut mit denen befreundet, habe nie Streit gehabt, hatte ein wirklich tolles Verhältnis zu denen, aber ich kenne auch viele, die sich ziemlich das Maul über sie zerrissen haben. Lag einmal daran, sie hatten wirklich sehr, sehr gute Mechs. Also sie hatten wirklich keine Scheißbannen dabei, sowas wie Quickdraw oder so. Standard Warhammer war für die Crap. Die hatten halt, wenn dann Warhammer D, die hatten, wenn Thunderbolt, die hatten Phoenix Hawk D, Griffin und so. Also alles so Mechs, die wirklich so best of best. Die hatten sich über die Jahre erspielt. Und da sie als Team sehr homogen zusammengespielt haben und auch sehr abgestimmt und auch so ein bisschen so alle Regelschwächen so ein bisschen kannten und die auch maximal ausgenutzt haben, nicht unfair, aber halt, wenn man nicht so fit war wie sie, dann war es allein auf dieser Ebene schwer, gegen sie zu gewinnen. Und entsprechend, die waren doch recht milde mit uns, haben einen Katafakt abgeschossen, einen erbeutet oder so und irgendwie haben uns dann irgendwann mal ziehen lassen. Und das war so, ja, Kampf vom Zaun gebrochen und mit einem Messer zur Schießerei gegangen. So fühlte sich's auf jeden Fall an, geprügelte Knaben. Unser Chef Guido wusste nichts von dem Kampf und ich habe ihm dann so kleinlaut am Telefon, Handy hatten wir damals noch nicht, berichtet so, Guido, wir haben jetzt mal spontan so einen Kampf und ich fürchte, wir haben so ein bisschen was verloren. Und
Gott sei Dank, die meisten Maschinen waren nicht von uns, sondern von den Liaos, aber die Liaos sind uns danach im Chapter gejoint. Haben zwar darauf bestanden, dass sie Liaos sind, aber waren dann Kurita-Krieger. Fand ich auch sehr cool. Und Nils hat ja auch bei uns im MWO-Chapter noch mitgespielt und Lars habe ich noch 2012 noch hier bei mir zu Hause begrüßt, als wir Gettysburg erstmalig als Szenario gespielt haben. Also es ist auch langjährige Freundschaften sind daraus erwachsen. Und Lars war der erste Veganer meines Lebens. Ich wusste bis dahin noch nicht mal, dass es sowas gibt. Aha. Ja, echt so. Was, wie, du isst kein Fleisch? Nicht mal Käse? So. Das war mal ein bisschen schwierig mit ihm dann unterwegs. Irgendwas Fleisch, zu finden. Nicht mal Käse? Nein, echt, ohne Scheiß. Also der hat bei McDonald's immer nur die Pommes gegessen, weil das war ja so mal so unser Treffen irgendwo bei McDonald's oder so und dann losfahren zum Chapterfight, weil die Pommes mit Sonnenblumenöl oder sowas gemacht werden und die konnte er als einziges essen. Also mit Lars, das war nicht so einfach. Also falls du mich hier hörst, schönen Gruß nach Berlin, wenn du da noch wohnst. Naja, dann auf jeden Fall haben wir nochmal ziemlich von der Marek-Miliz, ich glaube die fünfte Marek-Miliz auf den Arsch bekommen. Da sind wir blauäugig reingestürmt, schlecht gestaffelt und die standen auf einer Hamburger-Hill-Position. Der Kampf war in Dortmund in einem Jugendheim und also Jugendzentrum. Nicht Jugendheim, Jugendzentrum. Und da waren wir schon ein bisschen deprimiert, so zwei Kämpfe hintereinander, so ziemlich chancenlos verloren. Und dann haben wir endlich die 11. Lyranische Garde, genau. Das war nämlich die 11 aus der Umgebung. Haben wir die auch mal herausgefordert und dann haben wir erstmalig gewonnen. Und ich kann euch sagen, ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an dem Abend, aber das war in der Kneipe in Schwerte, da wo ich aufgewachsen bin. Und haben uns maßlos betrunken auf diesen Sieg. Es war ein großartiges, rauschendes Fest. Gerade mit Paxi dabei, könnt ihr euch vorstellen, da ging die Luzi ab. Und es war schön im Sommer noch schön heiß. Naja. Das war so auf jeden Fall mal zumindest dann so ein Heads Up und wir waren damals auch schon wahnsinnig gewachsen. Ich glaube, so 20 Leute waren wir dann schon und wir haben viele von unseren Freunde, Bekannte rekrutiert, Arbeitskollegen aus der Zubi-Phase so ungefähr. Und das war eine richtig gute Zeit und wir haben unglaublich viele Menschen in unserem Umfeld, die nichts mit Battletech zu tun hatten, wahnsinnig mit unserem neuen Hobby genervt. Wer eine Freundin hatte, hat das böse B-Wort in der Gegenwart schon verboten. Und das war sauschwer, dann abends auf einer Party zu sein, wenn dann irgendwie so zwei, drei Kollegen aus dem Chapter da waren. Und man sollte nicht über Battletech sprechen. Also hat man es dann immer heimlich getan. Also statt sich heimlich irgendwie zum Rauchen oder so zu treffen, ist man um die Ecke gegangen, um über Battletech zu quatschen. Und die anderen haben es gehasst. Und ich verstehe es ein bisschen. Hattet ihr ähnliche Erfahrungen? Oh ja. Erzähl. Bei uns war die Hochzeit, da war, also die ganzen Nerds aus dem Jahrgang, die waren im Battletech-Fieber. Zuerst die Romane gelesen und dann Figuren geschnappt. Wir haben Solaris-Matches haben wir gemacht mit festgesetztes Budget, kauft euch was und dann yippie-yay. Wir haben natürlich, weil wir dem Hobby frönen wollten, haben wir den ganzen Kram auch mit zu Klassenfahrten genommen. Das ist dann auch unseren Lehrern aufgefallen. Da gab es dann auch schon Gespräche dazu. Was ist das für ein Spiel? Kriegsverherrlichen ist natürlich. Genau. Meine damalige Geschichtslehrerin wollte das dann genau wissen. Ich habe ihr dann bei einer Wanderung habe ich ihr dann mal so den Kurzabriss der Kolonisierung der inneren Sphäre bis zur Ende der Clan-Invasion gegeben. Danach wurde mir gesagt, hättest du mehr vom regulären Geschichtsunterricht behalten als das, was du mir gerade erzählt hast, dann hättest du jetzt nicht so Probleme. Naja, gut. Deswegen, also ein paar Sachen aus dem Geschichtsunterricht kann ich mich auch noch erinnern, aber irgendwie so die Geschichte der inneren Sphäre lacht mich dann immer noch ein bisschen interessanter. Naja, ist egal. Aber ohne Scheiß, also ich kann durch diese Erzählung genau das, was du jetzt erzählst, also neuen Leuten, irgendwo auf einer Party jemanden anwerben, indem man davon begeistert erzählt. Die Story oder die grobe Geschichte der inneren Sphäre konnte ich so auswendig, ne? Ja. Immer wieder erzählt.
Genau, das ist irgendwann hatte man das dann halt auch intus. Genau, also Anwerber rekrutieren, komm, trink noch einen, unterschreibst du hier, zack, dann bist du dabei. Genau, das ist, ja, hau raus. Das Sonderbarste, was mir allerdings passiert ist, das war, ich bin mit einem Regimentskollegen im Kaffeehaus gesessen und wir haben quasi einen Feldzug geplant gegen eine lyrianische Einheit, um von denen Kriegsmaterial zu erbeuten. Und ja, und wir sitzen da im Kaffeehaus und planen halt und zeichnen rum und denken und machen uns Strategie aus und so, ne, wie wir das angehen können und alles, ne? Ja, und dann steht die Polizei neben uns, ne? Weil ein älteres Ehepaar scheinbar irgendwie mitgekriegt hat. Die haben aber natürlich nur Fetzen mitgekriegt, ja, und die haben wahrscheinlich der Meinung, wir planen hier einen schweren Bruch beim Militär oder so. Oh Gott! Und haben die Polizei verständigt. Und ja, wir hatten dann etwas Erklärungsbedarf. Die Polizisten haben dann herzlich gelacht. Ja, es ist und einer hat dann gleich mitgeschrieben. Sehr gut, sehr gut. Gleich rekrutieren. Also, das war eine der seltsamsten Dinge, die mir passiert sind. Also. Ja, auf jeden Fall genau bei dieser Art und Weise haben wir damals wahnsinnig viele Spieler gewonnen und es war eine Zeit, wo wir auch von der Qualität total durchwachsen waren. Wir hatten eine Handvoll erfahrener Spieler, wir hatten relativ viel mittelprächtige und aber auch einige, ja, die wussten halt, wie man die Figur in die Hand nimmt, so ungefähr. Ne? Und da, wir haben eigentlich immer probiert, so dass die Leute schon selber spielen, aber es hat in vielen Fällen nicht geklappt und ich finde es bis heute immer noch ein bisschen wahnsinnig, dass wir da teilweise hunderte von Kilometern gefahren sind und die Leute irgendwie alle anderthalb Stunden mal einmal würfeln durften oder zweimal, wenn überhaupt, oder so eine Figur bewegen. Aber die Leute waren happy und ich glaube so, das war so, das Gruppenerlebnis stand da so im Vordergrund und auch das, was wir drumherum so uns ausgemalt haben, das Kopfkino sozusagen, das war nicht. Und die ganzen geilen, sinnlosen Unterhaltungen, die Zigaretten, die man gemeinsam geraucht hat, auch mit dem Gegner, die Bierchen, die man getrunken hat, gefeiert mit dem Gegner. Es war auf jeden Fall großartig. Deswegen will ich jetzt noch einmal, 95 war ich bei der Operation Galahad dabei. Einmal nur bisher. Eigentlich ein bisschen schade, weil es ja häufiger stattgefunden hat und bis heute stattfindet. Ich weiß nicht, ob sie eine Pause mal zwischendurch eingelegt haben. Operation Galahad ist ja aus dem Battletech-Lore ein Manöver, dass die Davians durchführen, so oder ein paar jedes Jahr einmal, um halt ihre Truppen halt dann im Großeinsatz über mehrere Sternsysteme hin zu testen. Und das haben die halt aufgegriffen und haben dann halt eine Woche lang Battletech-Szenario, das heißt so von Montag bis Sonntag oder so. Und mit Zeltlager und als ich dabei war, das war an der Lahn in so einem 200-Seelen-Kaff. Wir hatten 80 Spieler dabei und 20 Orgas. Das heißt, wir haben die Bevölkerung für diese Woche mal um 50% angehoben. Es gab exakt einen Zigarettenautomaten in der Kneipe im Dorf. Der war nach 5 Tagen ratzeputz leer, bis auf Rothändler ohne Filter. Die haben wir dann auch noch geraucht. Ich greife da ein bisschen vor, als ich zurückkam, habe ich Hagen, der ja auch fast Gründungsmitglied ist vom 36, haben wir noch gar nicht gewürdigt, der war ein sehr frühes Mitglied. Dann haben wir uns getroffen bei ihm und ich hatte keine Kippen dabei und er bietet mir so eine Marlboro Lights an, die er damals geraucht hat. Er zünde mir die so an und erzähl weiter, zünde sie mir nochmal an, zünde sie mir ein drittes Mal an, so, Alter, willst du das Ding abfackeln? Das brennt doch schon längst. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Die Lights waren im Verhältnis zu Rothändler ohne Filter nicht vorhanden. Und da waren auch die Schweizer von der Schweizer MacFoss dabei. Die haben Schweizer Rakete mitgebracht. Wer das kennt, weiß, wovon ich spreche. Und da gab es Nachtgefechte, viel Alkohol und das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, muss man nachgucken. Sprechen wir später. 96 war es auf jeden Fall so weit, wir waren eigentlich schon zu viele Leute. Es platzt aus allen Nähten, 50 Leute waren wir aktive Spieler. Wir hatten Probleme, Gegner zu finden in der ganzen Umgebung. Und es war halt auch von der Organisation ein bisschen schwierig geworden. Der eine oder andere konnte vielleicht mit dem anderen nicht. Es gab so ein bisschen Animositäten, aber nichts Tragisches. Und dann haben wir, aus welchem Impuls auch immer, gesagt, komm, wir machen jetzt hier nicht nur 36. Darin, sondern auch das 24. und das 27. Und weil wir ja Kompanien vorher hatten, ich hatte eine Kompanie,
der Pax hatte eine Kompanie und der Guido Kleine Raufhake, der hatte halt auch schon mittlerweile eine eigene Kompanie, die kam so aus Anrüchte Erwitte, so bei Soest, ich halt im Raum Schwerte, Hagen, Iserlohn, also Beginn des Sauerlands sozusagen. Und Pax war halt Dortmund und Umgebung. Das war sozusagen die Aufteilung, die territoriale. Und dann haben wir dann halt 3 Regimenter daraus gemacht. Ich hatte mir die 24. ausgesucht, weil das war eine Heavy Unit. Ich mag lieber Heavy Max. Die Collector of Hats fand auch das Motto ganz cool. Was jetzt die 27. genau nicht waren, weiß ich gar nicht mehr. Aber die 36er waren halt so eigentlich eine Leiteinheit. Aber die haben auch sehr gutes Material nachher gehabt. Also auch gut gemischt auf jeden Fall. Und damit ging es dann eigentlich so die nächsten Monate ganz gut. Wir hatten auch ein paar schöne Spiele. Die 27er waren erstaunlich erfolgreich. Die 36er nach anfänglichen Problemen ohne die alteingesessenen Spieler kamen dann auch in die Spur. Der Kollege Schade, der das geleitet hat, hatte sehr viel Energie reingesetzt und hat die Jungs auf Linie gebracht. Und wir waren also wirklich unglaublich euphorisch. Und dann waren Pax, ich und auch ein paar andere 97 dann auf der FeenCon in Bonn-Bad Godesberg. Die kennst du ja auch ganz gut, glaube ich, ohne. Jo. Und da gab es einen heftigen Bruch. Da hatte die Otomo damals, das ist ja die Leibwache des Koordinators, die gab es auch in der Mechforce, ein Spiel gegen Team Banzai. Ich hatte die ursprünglich ja erwähnt. Team Banzai war damals auch irgendwie Ehrensamurai, war der Chef von denen bei uns in der Mechforce von Haus Kurita, war eine geehrte Gegnereinheit, also waren eigentlich ein Freundschaftsspiel gewissermaßen nur. Und Pax und ich dachten nur, Mensch, wenn die Otomo, also die Leibwache des Koordinators, und Team Banzai gegeneinander spielen, das ist ja sozusagen wie so ein Endspiel, Spitzenspiel, ne? Und das Spiel war auch ganz gut und dann begab es sich aber, dass die Otomo ein paar Mechs nicht direkt verlor, aber die waren mehr oder weniger kampfunfähig geschossen, so Guru-Treffer und Beinab und solche Scherze. Und die haben ja bald weiterhin für die Initiative benutzt und das fanden die Banzais nicht cool. Sagt, Mensch, wir schießen ja nicht auf kampfunfähige Mechs, aber ihr benutzt die weiterhin für die Initiative. Tut uns doch den Gefallen, nehmt die raus, ejectet. Wir wollen die Maschinen auch nicht erbeuten im Falle eines Sieges. Wir haben genug im Pool und das hatte Banzai wirklich. Die hatten einen Pool, eine Mech-Reserve sozusagen. Ohnegleichen. Wir wollen nur, dass sie das nicht weiter als Initiativschinder nutzt. Und die so, nein, ein echter Kurita, also die Otomos antwortet, und dann ein echter Kurita, der kämpft bis zum Tode, ehrenhaft, bla bla bla. Ne? Und dann hat Banzai gesagt, okay, nächste Runde schießen wir dann auf die. Nein, das dürft ihr nicht tun, haben die Otomos gesagt. Das wäre eher los, weil die ja kampfunfähig sind. Und so ging das ein paar Mal hin und her und Lass und ich standen dabei. Und weil wir waren ja 97, wie alt war ich da dann? 22, ne? Kann man die Klappe natürlich nicht unbedingt halten. Haben wir dann beide gesagt, also wir sehen das auch eher wie Team Banzai. Ne? Wir haben das also nicht so Kurita-treu dann im Moment, so nach dem Motto Nibelungen-treu, sondern haben dann aus unserer Sicht objektiv beurteilt. Und gesagt, naja, wenn ihr die als Initiativständer einsetzt, dann müsst ihr halt damit leben. Ne? Und das fanden die erstmal schon mal gar nicht so gut, dass wir denen da halt moralisch in den Rücken gefallen sind, haben aber erstmal weiter nichts gesagt. Das Spiel, keine Ahnung, wie das ausging und ob sie die Mechs runtergenommen haben, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ein paar Tage später bekam ich den Anruf von dem Chef der Otomo auf meinem privaten Telefon abends, der ja, die Nummer stand ja in der Live-Support, beziehungsweise damals war es, glaube ich, schon Nice Dice, bin ich mir nicht jetzt mal ganz sicher, aber auf jeden Fall rief er mich abends an, es war 11 Uhr, und hat mir dann erzählt, dass er mich persönlich verachten würde und dass wir aus Kurita mit Schimpf und Schande gejagt werden sollten und solche Sachen, weil wir uns in dieser Situation gegen sie gestellt haben. Da habe ich gesagt, ey, Kollege, noch alles klar bei dir, ne? On top dazu habe ich mir mit dem damaligen Hausoffizier so einen kleinen Disput geleistet, denn Barbeck, es muss schon Nice Dice gewesen sein, weil Nice Dice war ja die Abspaltung sozusagen von der ursprünglichen Mechforce, die Mechforce starb ja wegen der Lizenzprobleme und dann gab es die zweite Mechforce, da wollten wir aber nicht hin, weil die alten Mech-Designs nicht verwenden wollten, Marauder und so, und deswegen hatte man sich dann davon getrennt und hat eine eigene Zeitlinie gemacht. Und am Ende des Tages war es dann halt so, dass der Barbeck dann die Entscheidung traf, dass Theodore Kurita in seinem Universum einen schweren Unfall hatte, zwar nicht starb, aber nicht mehr die Rolle des Gunjin Okanrai ausüben konnte und weiterhin Takashi
voll in Amt und Würden sei. Das heißt, er hat einfach mal die Geschichte umgeschrieben und hat unseren Lieblingscharakter Teodoro Kurita einfach mal aus dem Rennen genommen. Angeblich wollte er ihn sogar sterben lassen, aber das hatte man ihm wohl ausgeredet. Ich glaube, Guido hat damals gesagt, nee, das habe ich ihm ausgeredet. War trotzdem hart genug und diese ganzen Umstände, der Streit mit Barbeck, auch ein paar theoretische Sachen, was so Kurita Bushido Kodex und so weiter anging, da hatte ich mich auf eine Diskussion eingelassen, da war ich derjenige mit dem Messer und ging zur Schießerei, also da war Barbeck wesentlich versierter als ich. Da es tut mir auch wahnsinnig leid im Nachgang, also das hätte ich mir auch durchaus sparen können, aber aus dieser Situation heraus haben wir gesagt, nee, da machen wir nicht mehr mit und sind dann halt desertiert, und zwar alle, also alle drei Einheiten. Wir als 24. Diron haben wir überlegt, ob wir uns am 24. Diron Irregulars oder so nennen. Wir haben uns dann zu Ronin erklärt, haben uns dann Tjörvens Feuer genannt und haben halt geguckt, okay, welches Haus hat am wenigsten Spieler? Zum Zeitpunkt war das die Freie Republik Rasalhaag, und da die Geschichte eh schon alternativ war, haben wir gesagt, okay, dann treten wir auf deren Seite halt ein und kämpfen halt gegen Haus Kurita mit allem, was wir können, also vermehrt gegen Kurita, um halt unseren ermordeten Dienstherrn zu rächen. Das war die Idee. Die 27. Diron von Paxi, die sind dann ins Taurus-Konkordat als Söldner gegangen, und die 36. Diron aus Anröchte sind dann als 36. Division zu Comstar gegangen, die Lost Boys. Und das war dann auch ganz interessant, weil wir dadurch mehr Abwechslung und mehr auch Diversität hatten in der Umgebung und nicht so viele Kuritas. Ich glaube, das haben andere auch ganz gut genossen. Wir haben uns weiterhin gut verstanden. Es gab keinen Stress unter uns. Aber auf jeden Fall, die Bande zu Kurita waren zerrissen. Jetzt wieder meine Frage. Werdet ihr euch entschieden? Schwierig. Man war ja beim Drama nicht dabei quasi. Ne? Das ist schwer zu sagen, wie man auf das Drama reagiert hätte. Ne? Also, der Story, der kennt mich inzwischen. Und du weißt, dass ich ein Hardcore-Loyalist bin. Ich wäre einer, der unter Takashi Kurita sich total wohlgefühlt hätte. Ich hätte sehr wahrscheinlich einfach nur aus Loyalitätsgründen, weil ich halt so gestrickt bin, hätte ich mich wahrscheinlich dann doch pro Otomo, zum Anfangskonflikt zu kommen, entschieden und gegen Team Banzai. Da stehe ich mir auch manchmal zwischendurch selbst im Weg, aber das ist, so bin ich halt gestrickt. Also an der Stelle hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Okay. Ja, valide Meinung. Also und du? Oh, Scheer sagt, du weißt es nicht, ne? Ja, es ist schwer zu sagen, weil man muss natürlich auch den ganzen Hergang des Kampfes ein bisschen beurteilen, ne? Ich weiß jetzt nicht, also grundsätzlich, was ich von Team Banzai gehört habe, waren die eigentlich immer sehr faire Jungs, ja. Ich meine, manche schimpfen über sie, ich sage immer gesagt, es waren eher die Neider, ne? Ja, genau, das ist ein bisschen so. Aber ich sage mal, wahrscheinlich hätte ich mich ähnlich entschieden wie du, ja. Aber wenn man nicht dabei war, kann man das schwer beurteilen. Ike, was denkst du? Ich schließe mich Hoshis Meinung an, also im ersten Moment würde ich auch sagen, wenn ihr sie als in die Einheit nutzt, dann nehme ich sie jetzt raus. Und wenn ihr sie nicht nutzt, dann nutzt ihr sie nicht und dann seid ihr auch keine in die Einheit mehr. Genau. Ja, war auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Also wir hatten uns damals auch schon stark mit Kurita identifiziert und mit Theodora halt vor allem. Und das war dann so, also wir vom 24. haben immer versucht, möglichst Kurita-Gegner zu kriegen. Da haben sich aber nicht so viele gestellt. Wir haben, glaube ich, nur zwei Gefechte gegen Kurita gemacht, gegen die Proserpina Hussars und gegen irgendeine Ryuken, ich glaube Ryuken Roku. Wir haben beide gewonnen und wir haben auf jeden Fall dem Gegner einen Planeten abgenommen. Das war auf jeden Fall der erste Planet, also es gab damals so einen Invasionsmodus in den Chapter Fights sozusagen, wie es Faction Play. Und da waren wir die Ersten, die für Rasalhaag einen Planeten erobert haben. Da waren wir natürlich für einen kleinen Moment gefeierte Helden. Wir haben aber auch Niederlagen erlebt gegen andere Units, aber gegen Kurita, wie gesagt, nur zwei Spiele und die haben wir beide auf jeden Fall klar gewonnen. Und es war auf jeden Fall eine komische Zeit schon so ein bisschen, aber wir waren immerhin noch intern integer. Für das 24., also Tjörvens Feuer sozusagen, kam dann aber das Entscheidungsjahr 98.
ich hatte gerade mein Studium begonnen, hatte eine Freundin in Münster und war ein bisschen schwieriger Spagat zwischen meinem eigenen Studium, der Freundin in Münster und der Unit. Und dann hatten wir einen Kampf gegen die Knights of St. George, bei denen in der grünen Hütte im Wald. Und das war ein Kampf über 24 Stunden, den wir wirklich extrem knapp verloren haben. Ziemlich bittere Pille mit auch hohen Mechverlusten. Der Gegner aber auch, wir haben die auch gut zur Ader gelassen. Es war wirklich super, super knapp und ohne die Invasionsregelung hätten sie, wäre es ein Unentschieden gewesen. Und danach hatten wir nochmal einen Kampf im Ruhrgebiet gegen, ich glaube, weiß nicht, Liao-Söldner oder was auch immer. Und die haben uns einfach weggewürfelt aus der Hölle. Und danach haben wir nochmal einen Kampf gegen, ich glaube, Kellhounds oder sowas gehabt. Da war ich nicht dabei, weil da waren nur die Lightmechs und die Mediums von uns beteiligt. Ich hatte keine funktionsfähige Maschine zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir fast nochmal alles verloren. Das heißt, wir haben 3 Spiele hintereinander unseren kompletten Pool leergesogen. Wir haben alles verloren. Und vor allem war der 3. Kampf von den Kollegen so geführt, oh, der 1. Mech kippte um, ach egal, jetzt gehen wir rein. So ein All-In, ne? Mhm. Und danach wären wir über Monate lang nicht betriebsbereit gewesen. Und das hatte mir so ein bisschen den Rest gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich Abstand von der Sache, zumal auch noch ein paar andere Sachen, die jetzt hier nicht hingehören, aber Nice Dice eskaliert waren. Und dann habe ich gesagt, jetzt konzentriere ich mich auf mein Studium, das ich jetzt gerade begonnen habe, auf das ich auch lange hingearbeitet habe, auf meine neue Beziehung. Und ja, dann war ich erstmal raus. Und ich weiß aber, die 27 haben noch eine ganze Weile weitergespielt. Die waren extrem erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Der André Kaminiatz und der Nick Salin, ihr werdet den nicht mehr kennen, oder du kennst den noch, der war ja bei uns auch im Chapter. Der Jiri. Jiri, genau. Die beiden haben die 27 am Ende des Tages geleitet, nachdem sich dann Paxi so nach und nach zurückgezogen hat. Und die beiden waren total ausgebufft und haben da wirklich sehr geile Spiele abgeliefert und viel auch schon am grünen Tisch gewonnen, weil sie die richtigen Aufstellungen hatten. Und dann haben sie aber irgendwann, so Anfang der Nullerjahre, auch durch Studium, Jiri ist dann weggezogen, um sich auch mehr seinem Studium zu widmen, weil er hatte auch viel Bock auf Battletech, aber es kostete ihn zu viel Zeit, ne? Und dann haben die halt auch eingestellt. Und die Lost Boys, die 36er, die haben noch ziemlich lange gespielt. Da wissen wir ja von Jack Bones, der ja leider letztes Jahr, glaube ich, von uns gegangen ist, oder? Ja. Genau. Der hat ja dann noch weitergeleitet, nachdem der Markus Schade aufgehört hatte. Und die haben, glaube ich, bis 2008 noch weitergespielt, waren ja zwischenzeitlich auch wahnsinnig erfolgreich. Wie es gegen Ende hin war, weiß ich nicht. Aber dann war 2008 erstmal die Geschichte der Dairon Regulars in Deutschland von unserer Seite aus beendet. Und das ist eine Geschichte von insgesamt 14 Jahren dann schon gewesen, zu dem Zeitpunkt, an dem ich direkt allerdings nur 4 Jahre beteiligt war, oder 4,5, um genau zu sein, aber viele anderen dann noch weitergemacht haben. Und dann 4 Jahre lang nischt. Und dann kam der August 2012. MacFarry Online, gesehen, Kickstarter, also damals war es ja noch nicht Kickstarter, aber Crowdfunding war ja das Thema. Und die haben es selber gemacht über ihre Webseite, haben ein geiles Angebot gemacht mit dem Founder-Paket. Und dann mit Lars, also mit Paxi, habe ich immer mal wieder gespielt und auch mit Crashing, aber halt andere Spiele, so Star Wars The Old Republic oder so haben wir mal gespielt, ne? Oder WoW, glaube ich, auch mal eine Weile, oder Warhammer. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir haben jetzt alle Bock auf MWO und haben das uns zusammengeordnet und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Eine eigene Unit war ich eigentlich noch gar nicht so begeistert von. Ich war gerade relativ kurz vorher Papa geworden von Zwillingen und war auch eine anstrengende Zeit auf der Arbeit. Da wollten wir eigentlich erst der Legion von Vega joinen, der MWO-Unit. Aber die so, wir haben so viele Leute, wir machen jetzt erstmal einen Aufnahmestopp. Boah. Haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Reaktivieren wir mal das 36. haben wir uns dann so beschlossen, okay. Und dann dachten wir, ja gut, wenn wir vielleicht so 10 Leute, vielleicht sogar 20 zusammenkriegen, das wäre schon ganz cool. Hauptsache, wir kriegen dann mal so eine Achtergruppe mal, das wäre mal geil, ne? Wenn ich kurz fragen darf. Ja? Warum gerade die 36? Also ich meine, ihr hattet ja damals 3 Regimenter zur Auswahl.
Ja, war ja, also ja, 24/7/36, weil das der gemeinsame Nenner war. Ne? Ah. Wir haben auch überlegt, wir haben tatsächlich, das war tatsächlich Diskussion, gute Frage. Wir haben gesagt, okay, ich war 24. Pack, 27. Aber wir beide haben mit den anderen das 36. gegründet. Also fühlten wir uns verpflichtet, die Stammeinheit wieder auferstehen zu lassen. Mhm. Das war relativ schnell entschieden. Auch waren wir auch alle mit einverstanden. Ja, und der Zulauf war extrem in den ersten Wochen und Monaten. Also wir hatten dann im November desselben Jahres die geschlossene Beta, hatte ja erst im September oder Oktober oder so begonnen. Und wir waren im November schon auf Bataillonstärke, also irgendwas 36 bis 40 Spieler. Innerhalb kürzester Zeit. Da haben wir ein bisschen. WoW hatte einen ziemlichen Zulauf zu der Zeit. Also es war ja. Ich war ja zu der Zeit noch immer Davion. Und selbst bevor quasi im Spiel der erste Schuss gefallen ist, ja, war unsere Einheit schon auf Regimentsstärke. Also es war Wahnsinn. Ja. Ja, das war auch irre. Also wir waren schnell gewachsen. Also das ging, wir haben dann auch Events gemacht. Ich meine, Pax war super untriebig zu dem Zeitpunkt und hat das Steiner vs. Kurita-Event aus der Taufe gehoben. Dann haben wir auch, habe ich die Operation Götterdämmerung, das Spiel hier in Nürnberg geleitet, das wurde dann auch bekannt und also Stabletop und dann kamen Leute dazu, auch von der Kampfkompanie Franken, also der KKF, ne? Und auch andere Leute noch. Das war ein riesen Moment. Also 2013 war so das Jahr des Erwachens oder des Wiedererwachens für Battletech. Und ich habe unglaublich viele Leute wieder getroffen aus der Vergangenheit. Und auch neue Leute, die ich nur aus der Ferne kannte, war ein tolles Jahr auf jeden Fall. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir müssen uns mal in echt treffen, statt immer nur über Teamspeak. Pax und ich, wir haben uns ja gelegentlich gesehen, aber auch die ganzen anderen Nasen. Ja, und dann haben wir im Mai 2013 das erste Real-Life-Chapter-Treffen in der Gegend von Kassel gemacht. Und das war der Burner. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo Pax kopfüber diese steinerne Treppe runtergeflogen ist. Und ich dachte, der ist tot. Ja, und das sind eine von diesen Real-Life-Chapter-Treffen-Stories. Die bekommt man erzählt. Ja, unglaublich. Es war für deswegen will man jedes Jahr wieder hin zum Real-Life-Chapter-Treffen. Genau. Ja, nur um sowas zu sehen. Ja, nein, aber das ist also, es war großartig. Die Leute zu treffen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Spannung, es war super entspannt und wir haben gesagt, das machen wir nächstes Jahr wieder. Und seitdem machen wir das auch. Also seit 2013 bis jetzt 2019 machen wir das jedes Jahr, dass wir uns einmal so um den 1. Mai herum treffen in einem Gruppenhaus. Und alle, die wir hier sprechen, waren schon mal dabei und ich glaube, also mehrfach dabei. Und ich glaube, nächstes Jahr sind wir auch wieder alle da. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich will jetzt noch kurz, bitte? Ich sagte auf jeden Fall. Ja. Ja, weiß nicht, wir will noch vielleicht, ich weiß, die Zeit rennt und Hoshi drückt, aber so ein, zwei Sachen sollte man vielleicht noch erwähnen aus der MWU-Zeit. Neben den ganzen Events, die wir gemacht haben, Stockmerk, Turniere, die wir ausgestattet haben als Unit. Wir haben Kampagnen gemacht, Events, wir haben mit anderen Units da zusammengearbeitet. Ein paar von uns haben in der MRBC zwischendurch mal gespielt oder auch in anderen Ligen. Wir haben unglaublich viel organisiert, waren zwischenzeitlich, ich glaube, der Höchststand waren auf 110 Mitglieder. Also ich meine mich zu erinnern, als ich dazugekommen bin, ein paar Monate, Wochen oder Monate später, hatten wir wirklich mal Regimentsstärke von 120 Leuten. Ja, das kann sein, stimmt, da hatten wir einmal 120, genau. Und der Witz der Sache war, das waren aktive Spieler. Wir haben immer sehr akribisch zu dem Zeitpunkt darauf geachtet, ob die Leute auch wirklich spielen. Wer nach 4 Wochen nicht mehr aufgetaucht ist, der wurde freundlich angeschrieben. Hat die Person nach einer weiteren Woche, also nach insgesamt 5 Wochen dann, nicht reagiert, wurde die auf inaktiv gesetzt. Das heißt, diese 120 Spieler waren tatsächlich da, mindestens einmal im Monat bis eigentlich täglich. Am Wochenende waren wir bis zu 3 Kompanien am Sonntagabend, die parallel gespielt haben, also 36 Leute, passend zum Namen.
Also das war schon eine richtig heiße Zeit und da haben wir auch Offensiven an der Davion-Grenze mitorganisiert und getragen. War unglaublich fett, also das waren die schönen Zeiten. Gab natürlich auch ein paar nicht so schöne. Da gab es einmal diese Trennungswelle. Ja, wir hatten zwei Bataillonsführer, kann man so sagen, oder Kompanieführer, ne? Die haben nicht miteinander gekonnt. Die haben über ein halbes Jahr sich gegenseitig attackiert, haben schlechte Stimmung in die Unit gebracht, haben Onai, mich und viele andere wahnsinnig genervt. Und dann habe ich dann die Reißleine gezogen, habe gesagt, passt mal auf, beim nächsten Aufeinandertreffen, derjenige, der es auslöst, ist raus. Es hat, glaube ich, keine Woche gedauert. Nein, nicht wirklich. Dann war einer raus von den beiden und dann sagte der andere, haha, jetzt ist endlich der Störenfleck weg. Jetzt können wir gemeinsam loslegen und zu neuen Ufern und alles wird toll. Und eine Woche später war der Typ auch nicht mehr da. Hat sich zwar nichts mehr zu Schulden kommen lassen, aber ist eigentlich einfach nicht mehr aufgetaucht. Und dann hat man schon so den Eindruck, ich glaube, die beiden waren nur da, um sich gegenseitig anzugiften. Ja, starke Egos, kleiner Raum. Genau. Leider war das eine Zeit, wo ich total MWO überspielt war. Ich hatte wirklich ein paar Monate vorher zu extrem gespielt. Wir haben mir ein paar Monate freigenommen. Ich war zwar noch bei den Treffen anwesend, beim Regimentstreffen und zur Stabstreffen, aber ich habe halt nicht gespielt aktiv. Und dadurch haben wir an einem von den beiden Weggängen dann 27 aktive Spieler auf einen Schlag verloren. Das waren natürlich schon, und das waren auch mit die aktivsten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ein paar sind mittlerweile wieder zurück, aber der Großteil ist halt ins Nirvana verloren gegangen. Sehr schade eigentlich. Genau. Ja, dann vielleicht nochmal auf unsere Verluste zurückzukommen. Oh nein, da vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu zu den letzten. Welche Verluste meinst du jetzt? Pax und Jack. Ach so, ja. Es ist also Pax, der Verlust, der war ziemlich, also das war ziemlich spontan. Das war sehr überraschend für uns. Ich habe mir immer gerne bezeichnet als die Mutter des Regiments. Der hat so einen Instinkt gehabt, wenn irgendeinem was angenervt hat oder so, Parksi war da. Der hat sich die manchmal Mutter der auch, Kompanie. Genau. Der hat sich manchmal um Haus und Hof gelabert. Aber es ist ein Herz und eine Seele gewesen. Ja, das ist ich war ein bisschen sehr. Ich war relativ frisch quasi in der Einheit war. Habe ich immer wieder Sessions gehabt, wo ich komplett die Zeit übersehen habe, weil ich einfach Baxi gelabert habe und wir so nebenher gezockt haben quasi, während wir gelabert haben. Und dann hast plötzlich mal 8 Stunden MWO gespielt. Also das war richtig krass. Also, hat irre Spaß gemacht mit ihm. Ja, also da war so ein bisschen auch der Kit, der immer mal wieder als Mediator sich mit den Leuten unterhalten hat, wenn es halt mal wieder zu Reibereien gekommen ist. Das ist ja unausweichlich, dass sowas passiert. Als wir dann von dem Zwischenfall kurz vor Weihnachten 2016 war es? 17? Ja, da, weil ich jetzt auch, ich komme bei solchen Daten immer leicht durcheinander. 2016 oder 2017? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da war für uns, also für viele Leute, das hat die sehr, sehr niedergerissen. Also das hat einen so richtig da gepackt, wo man nicht angepackt werden möchte. Das ganze Regiment, das war so ein bisschen in Stasis, weil es hat halt plötzlich was gefehlt. 2016 war es übrigens. Okay. Und Paxi hat halt das Regiment mit aufgebaut. Das ist auch die MWO-Unit hat halt noch viel von seinem Charakter halt mitbekommen. Hat sich halt auch damals sehr engagiert, als Faction Play rausgekommen ist. Das war schon echt super, was er da gemacht hat. Ja, und als wir dann mitbekommen haben, der ist leider verstorben, nachdem er halt viele Tage noch im Koma gelegen hatte.
Das fand ich dann auch sehr, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich fand es schön, so viele Leute aus dem Regiment dann auch tatsächlich bei der Beerdigung halt zu sehen. Weil das ist für mich halt auch so ein Zeichen, dass es wir kennen uns so lange, wir haben so viele Stunden miteinander verbracht und dann halt jemandem noch die letzte Ehre zu geben, dass wir halt dann da sind, das fand ich schön. Und man muss auch sagen, in der Community, weil Baxi hat sich ja viele Freunde auch außerhalb der Einheit gemacht, ja, habe ich es wahnsinnig stark gefunden, wie viele Leute von anderen Einheiten, die, ich sage jetzt mal, Lore-Rollenspieltechnisch mit uns eigentlich verfeindet waren, ja, aufgekreuzt sind zu unserer quasi Ingame-Verabschiedung, ja, und da mitgemacht haben. Also es war eigentlich, muss man sagen, wirklich, habe ich in dieser Größe nie gesehen irgendwo. Genau. Panzermagiers legendären Salut, den er da gemacht hat. Wirklich in der Zeit, in der er und ich das auch maßgeblich mitgestaltet haben, also wenn ich halt das Hirn war, der so an die Dinge herangegangen ist, er war definitiv das Herz des Ganzen. Ja, aber nicht das Einzige, also Jack Bones, der die 36. Division ja auch jahrelang geleitet hat, der war ja in MWO dann auch Mitglied, unglaublich sympathischer Kerl. War sicherlich jetzt nicht unser bester Mechpilot, aber das war scheißegal, weil Jack war einfach meistens gut drauf und hat einfach so eine Fröhlichkeit auch mitgebracht und sowas trägt halt auch die Einheit. Ist dann ja Mitte letzten Jahres dann, ne? Ja, das ist der, genau, der, bei dem ging es nicht ganz so schnell. Er ist Opfer von Krebs geworden, der ihn dann halt langsam, muss man brutalerweise sagen, dann halt wirklich auch in die Knie gezwungen hat. Und ich habe mit ihm auch viel drüber gesprochen, gerade auch meine Frau ist halt in der Krebsforschung halt tätig, um halt dann noch ein paar Tipps zu geben, wie man da aufsuchen kann und so. Aber leider war das schon in einem so fortgeschrittenen Status, dass man da nichts mehr machen konnte. Und das war dann auch ein Schock zu hören, dass er da den Kampf leider auch verloren hat. Ja. War aber leider nicht der erste Fluss. Den ersten Fluss hatten wir schon in den 90ern. Tim, den ich auch eingangs schon erwähnte, mit dem ich den ersten Shui ausgespielt habe, der kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. War für uns alle ziemlich tragisch, vor allem, weil er kurz vorher noch bei Hagen zu Gast zu Hause war und ist von da aus weggefahren und ist das passiert. Ich hatte noch mit Hagen und mit Tim sukzessive telefoniert und wir hatten uns fürs Wochenende verabredet, dann fährt er da los und dann passiert sowas. Das sind so Momente, wo man dann so denkt, hey, das Leben kann so kurz sein. Aber auf der anderen Seite, irgendwie die Leute leben auch durch uns und mit uns weiter. Sie werden irgendwie nicht vergessen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein schöner Gedanke. Auch wenn ich, muss ich sagen, gerade, also Paxi, ich vermisse ihn viel häufiger, als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Das kann ich nachvollziehen, ja. Deswegen, wir haben schon den Anspruch, dass wir halt auch Kontakt mit den Leuten halten, die halt so in unserem Dunstkreis unterwegs sind. Ja. Also über die Jahre haben wir unheimlich viele Leute kennengelernt und es hat sich dann halt manchmal ergeben, dass die halt einfach nicht mehr gekommen sind und auch auf keine Nachfrage mehr reagiert haben. Das ist dann immer wieder so eine Frage bei uns, was ist mit denen? Geht's denen gut? Geht's denen nicht gut? Und wir sind halt eine Community, die halt auch so ein bisschen aufeinander Acht gibt. Es muss jetzt nicht unbedingt darum gehen, dass wir halt gucken, oh, um Himmels Willen, wer ist denn gerade schon wieder gestorben? Ich meine, wir werden auch nicht jünger. Aber das ist so der Zusammenhalt bei uns, den finde ich schon echt interessant. Das ist, auch wenn es einem privat oder so schlecht geht oder irgendwas ist, sich einfach nur im Teamspeak oder jetzt im Discord zu treffen und einfach mal so ein bisschen Dampf ablassen, in aller Ruhe mitten mit einem zocken, dann geht's einem manchmal schon was besser.
oder auch persönlich helfen. Ja. Hoshi, dich mal erwähnen, ne? Du bist beim letzten Chapter-Treffen extra von Österreich über die Schweiz gefahren, um jemanden mit nach Fulda, nach Hessen mitzunehmen, weil er nicht fahrbereit war sozusagen, weil er keinen Führerschein hatte. Und das finde ich großartig, dass du das gemacht hast. Das ist einfach toll, ne? Und ja, solche Dinge, ja. Ich muss da auch sagen, warum ich das auch gemacht habe, ist jetzt nicht nur, weil ich den nett finde oder sonst was, ja, sondern weil es wirklich, ich bin jetzt nicht das längste Mitglied da hier, sondern aber was mich fasziniert bei unserer Unit ist, eben dieser Zusammenhalt, egal ob man jetzt gerade viel spielt, wenig spielt, egal was ist, ja, sondern diese Zusammengehörigkeit und was man auch erlebt am Chapter-Treffen und so weiter, ist ganz anders, als ich das von anderen Spielen oder von anderen Units oder sei es E-Sport-Clans oder was auch immer jemals mitbekommen habe, ist das ein anderer Level. Und ich weiß nicht, wieso es so ist, ja, und wieso es sich so auch so anders anfühlt. Ich kann es nicht immer genau greifbar machen, warum es jetzt so ist, ja. Aber das finde ich wirklich, wirklich großartig. Und deswegen fühle ich mich da auch so wohl dabei und deswegen mache ich auch so Blödsinn mit. Ja. Ein weiteres Beispiel, um das halt noch aus einer anderen Perspektive zu erleuchten. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Leute aus dem Leben gegangen sind, aber was ich so maximal faszinierend fand, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe wenn Leute Nachwuchs bekommen, das ist, wir bekommen Bilder vom Nachwuchs gepostet. Das heißt also, wir sind schon so ein Teil, dass wir quasi in ein paar Stunden, nachdem ein neuer kleiner Mensch auf die Welt gekommen ist, dass wir daran teilhaben dürfen. Ja. Und das ist für mich halt so ein Zeichen, das ist, egal ob wir jetzt viel miteinander spielen, nicht miteinander spielen oder nur Kacke zusammenspielen, ne? Das machen wir auch zwischendurch abends, und zwar den ganzen Abend. Das ist für mich so ein Indikator, dass das eine gesunde Community ist. Und deswegen, also für mich jetzt gesprochen, jede Scheißstunde in Organisieren von irgendwelchen Events oder Real-Life-Chapter-Treffen oder keine Ahnung was, Pullis oder für ein Icke, was weiß ich, Polohemden vielleicht. Kein Versprechen. Schade. Das lohnt sich, das mache ich gerne, weil ich weiß, das ist eine Community, die nimmt das dankend an und es lohnt sich, diese Zeit darin zu verbraten. Ja. Das ist so meine persönliche Einstellung zu der Geschichte. So ist das. Gute Schlussworte, oder? Der Icke schläft schon. Ich wollte auch gerade sagen. Ist weggedöst. Nee, bin da. Genau, was? Ich bin da. Genau, genau, ich esse das noch. Ach, nee. Ein Stück? ich schaue den Film noch, nicht ausmachen. Genau, vielleicht können wir für den nächsten Podcast mal einen Live-Mitschnitt von Ickes Schnarchen auf dem Real-Life-Chapter-Treffen mit reinschneiden. Ja? So. Nicht, dass es übersteuert wird, ja? ich schneide gar nicht, das habe ich noch nie gehört. Ja, genau. Du bist jede Nacht im selben Raum mit dir und du hast sie noch nie schnarchen gehört. Ich kenne die Ausreden. Benutzen sie selbst. Ich weiß nicht, ich wollte es mal am Handy aufnehmen und das Handy hat es nicht gemacht, weil es irgendwie zu laut war. Zu leise. Eine Socke draufstülpen. Naja. Naja. Unglaublich. Also mit diesen unhaltbaren Behauptungen schließen wir unseren Podcast. Es war sehr interessant, es war sehr, sehr viel Persönliches. Danke an alle, danke Story. Gerne. Danke Hoshi. Wie immer gerne. Und danke Onai. Es war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Und danke an da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt, auch da es diesmal etwas länger gedauert hat. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß und falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns Mail, Kommentar etc. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, natürlich.
kleine Grüße an Clan Wolf Germany. Die Jungs, die momentan mit uns die Planetary Invasion Campaign, eine hausinterne Kampagne, durchführen. Ihr seid eine echt lustige Truppe, Jungs. Dankeschön. Das ist wohl wahr. Ja, dann schönen Gruß an den Wolf, die Wölfe und danke für eure Zeit, danke für eure Expertise, danke von da draußen fürs Zuhören. Bis denn, ciao. Ciao. Tschüss. Successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.